Einen wunderschönen guten Abend zum Donnerstag. Boom. Wow. Hallo, liebe Freunde da draußen. Heute mal wieder mit einem Donnerstag-Streams. Hui. Shirt of the Day ist diesmal, ne? Go to save the Princess. Für die Cardcaster natürlich. Aber ich habe mir heute Verstärkung geholt. Ich packe mal wieder nicht, von zu Hause zwar was aus Studio 2, aber ich habe eine Verstärkung dabei. Und zwar der liebe Lord Baur. Ihr seht ihn da, Einen schön in der wunderschönen guten echten. Abend wünsche ich. Hui! Und wir Ui, packen hier. heute zusammen den Krieg der Funken aus. Yeah. Also wir wissen ja gerade, ne, das Thema Krieg ist ja zwar nicht das Beste, aber hier müssen wir ein bisschen differenzieren. Ne? Wir reden hier von Fiktion. Ja. Ist halt das Wording und das Set ist teilweise richtig, richtig schmackhaft. Das ist toll. Und es ist noch sealed, ne? Ihr könnt es hier gerade mal unter der Verpackung mal sehen. Ui, ja, man sieht auch Mach nicht das diese. Geräusch mit dem Finger. Ach so, Ja. dieses. Moment. Ja, genau das. Ach ja, man muss natürlich vorher es anlecken, weil nur mit Feuchtigkeit geht das ein bisschen. Dieses Iku, Iku. So, wie kriege ich es jetzt auf? Mit den Zähnen? Zähne sind ja auch immer so ein perfides Mittel, um Booster zu Scheren öffnen. habe ich gehört. Also ich habe gelernt, Scheren. Cardcaster benutzen gerne Scheren. Ja, das ist so irgendwie, das sind die die Ost-Cardcaster, wie sie gehen Die, jetzt. oh, oh. Ui, das wurde relativ schnell kontrovers. Ja, die wohnen halt weiter östlich von mir, das ist es halt. Ja, und der Rhein trennt uns, also, ne? Da ist Ah, ein, okay. eine Flussseite die andere. Daher, jetzt kommt dieses. Ah, das Rascheln. Das Rascheln des Geräusches. Welch wunderbare Aktion. Es ist ein. Also, ich muss sagen, das ist ganz klar Pappe. Nebenbei, vielen Dank an die Trading Goblin Company, weil von denen habe ich tatsächlich dieses wunderbare Set mir noch erkauft zu einem sehr, sehr guten Preis. Die hatten das damals im Abverkauf und ich habe nur gedacht, ja, hier greifst du jetzt zu. Ja. So, man sieht leider auch, ne, es war schon angerissen an einer Stelle und ja, so fühlt es sich gerade auch an, aber die Booster sind sealed. Das ist das Wichtigste. Deswegen packe ich es auch aus. Das kann man so nicht lassen. Das hat sowieso schon seinen, ich sag mal, seinen OVP-Value Drop irgendwie gehabt, schon, obwohl es noch sealed war. Ja. Der liebe Lord Baur, sag mal, soll ich dich weiter bei deinem Chatnamen nennen oder halt mal das kurz? Ganz kurz, einmal die kurze, schmerzlose Vorstellungsrunde. Okay, ja, richtig. Also, ne, ihr wisst ja, ihr kennt ihn aus einem unserer Moderatoren, aber ich werde ihn jetzt den ganzen Abend natürlich Ingo nennen, so wie er auch wirklich heißt. Weil das ist wichtig. Richtig. Weil immer. Lalalala, Lalalala. da komme ich voll durcheinander. Da bin ich richtig. Lord Baur. Genau. Ja, wenn du das. Nein. Pass auf, wenn du das immer machst, dann ist das kein Thema. Da musst du aber. Wir müssen so einen Einspieler mal generieren. Wenn du den Chat betrittst zum Beispiel, das wäre doch mal eine coole Sache. Ja, das. Baur, es entered the chat. Eventuell können wir das machen, aber nur Kannst mit du bitte dieser die Khal Stimme. Drogo-Stimme weiter aufziehen? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob das so weiterhin geht, einfach. Aber ja. Also, gucken wir mal, ob wir ein paar Drachen kriegen. Also kurz, Drachen. kurz, Drachen, ja. Im Krieg davon gab es ja bestimmt auch ein paar Drachen. Ja. Ja. Also kurz zur Erklärung nochmal zum Set. Krieg der Funken ist noch im alten Standard-Set vorhanden. Das heißt, dazu gibt es keine Set-Booster, keine Collector-Booster, gar nichts. Wir gehen nur auf Draft. Bedeutet, wir können auch nur aus dem Draft die richtig wertvollen Karten ziehen. So, und ich habe den ersten aufgemacht. Show us. I show us. So. Davriels Schattenwahn. Ein Spieler deiner Wahl wirft zwei Karten ab und verliert zwei Lebenspunkte. Vier Mana, Hexerei. Finde ich gar nicht so schlecht im Draft. Also Im das hat. Draft ist das in Ordnung, auf Im jeden Draft ist Fall. das in Ordnung. Ja. Na, gucken wir weiter. Prismit. Prismit. Der kommt mit, der Pris. Erzeuge ein. Also, okay, das ist. Ja, das ist nett. Also zwei Das Mana und dann ist zwei zwei Mana Mana erzeuge ein erzeugt. Mana einer beliebigen Farbe. Gute Ja, der Color fixt Ergänzung. sich ein bisschen, aber Ja,
Guck mal, ein Zehnträger-Riese. Also die deutschen Namen, ey. Die deutschen Namen sind einfach... Wie heißt der 10-Pound-Giant? 10-Pound-Weight-Giant? Keine Ahnung. Also, was ich kann ich weiß es nicht genau, ich kann es dir nicht sagen. Wobei, ich könnte das simultan googeln. Ja, mach das mal. Scryfall ist uns. Das wär's doch. Ja. Was haben wir denn? Wenn der 10-Träger ins Spiel kommt, ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. 5 Mana. Scheiß drauf. Also nee, der ist nicht gut. Der Kronstreich. Entschuldigung. Das ist nicht der Crunch-Treiber, das ist der Kronstreiber. Mhm. Also, der verursacht Trampelschaden für 2 Mana, ein grünes und ein normales. Und immer wenn eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf den Kronstreiber. Oh, das ist cool. Der ist richtig das gut. Der ist gar nicht schlecht. Der hat das Potenzial, richtig böse zu werden in einem Draft, wenn der früh genug kommt. Ja, ja, also der ist, der wird unterschätzt. Aber der wird auch in normalen Decks dann unterschätzt, weil auch im Commander könnte der relativ gut rauskommen. Ja, wenn der früh genug kommt. Ne, wie viele Kreaturen hast du, die mindestens 4 Stärke haben draußen? Also in meinem Fall alle, was? Ja, siehst du. Ich würde sogar sagen, in einem Hexenzirkeldeck wäre der eine Ergänzung. Weil, guck mal, dieses +1/+1 und auch immer, oh ja, da kommt so einiges raus. So, wir haben ein donnerndes Ceratops-Nashorn. Das verursacht Trampelschaden und wenn er ins Spiel kommt, verursachen andere Kreaturen, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges Trampelschaden. 5 Mana ist vielleicht so als Finisher-Move für den Draft gut. Aber mehr auch nicht. Ja. Also okay. Im Draft auf jeden Fall, so ein als One-Off, als Finisher am Ende von der Curve auf jeden Fall spielbar, aber so im Constructed jetzt überhaupt schwierig. Überhaupt nicht. Schauen wir uns mal das Herzfeuer an. Vielleicht die Heartflame, vielleicht heißt es auch Heartflame im Englischen. Opfere eine Kreatur oder einen Planeswalker als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken und das Herzfeuer fügt einem Ziel deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Ist auch wieder nur so ein Ding, wo ich es im Draft betrachten würde. Im Großen und Ganzen eher, naja. Der treue Pegasus. Ah, jetzt, ja. Ja, was möchtest du sagen? Was möchtest du uns noch sagen zum Herzfeuer? Als rührt Combat-Trick. Ja, mein Herz steht in Flammen. Nein, ernsthaft. Also so als Combat-Trick hinten raus, ich habe gerade überlegt. Aber wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie in Turn 6, 7, 8, wenn du wirklich nur noch bei 4 oder 5 Lebenspunkten bist, als Combat-Track hinten raus eine Kreatur zu sacken, beziehungsweise einen Planeswalker, der dir nichts mehr bringt. Ja. Ja, und das ist tatsächlich in diesem Set ja auch so vorhanden, ne, dass die Planeswalker runterdrehen teilweise und nicht mehr hochdrehen, nur runter und dann halt ihre Dinge tun. Oder aber in einem Raktor-Stack, ne? Weil da hast du ja eine gute Sack-Mechanik. Definitiv. Schauen wir uns mal den treuen Pegasus an. Uiuiui. Und hallo, liebe Saya. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Und hallo, Farah. Moment. Ich muss mir den Chat mal hier rüberziehen. So, wupp, wupp, wupp. Hallo, lieber Faruton. Und hallo, Don. Schön, dass du auch gejoint bist zum Unboxing von Krieg der Funken. Also Pegasus, der lag jetzt schon die ganze Zeit, der ist schon 5-mal gelesen worden. Gucken wir uns mal an, der verewigte Avior. Avior. Nicht Avignon, Avior. Wenn der verewigte Avior ins Spiel kommt, wende Aufmarsch an. Na, +1/+1 und eine Marke auf einer Armee, die du kontrollierst. Also Zombie. Das ist nicht schlecht. Ja. Ist okay. So ist schon ein schönes Demian-Zombie-Deck. Aber... Ja, 3 Mana, 2 und dann ja Aufmarsch da. Ja, ich hab letztens aus dem Precon Zombie Deck, da gab's auch eine Krieg der Funkenkarte. Die hat auch eine Armee erzeugt. So, gucken wir uns mal die Dämmerhöhlenagentin an. Der Fatulon, das Auge von TCG, ja. Das ist schön, dass das Auge von TCG immer mit dabei ist. Das ist wie Sarumans Auge. Ist eigentlich der Vergleich schon öfters mal gedroppt worden? Was meinst du, Ingo?
Das ist jetzt eine Interessante. Ich weiß, interessante Fragen stelle ich die ganze Zeit. Ich kriege ja nie die richtigen Antworten. Ja, du unterhältst dich wahrscheinlich einfach auch nicht mit genug interessanten Leuten dann, oder? Was? Ja, siehst du, meine Selbstgespräche, wärst du nicht da, würde ich Selbstgespräche führen. Nein, dann würdest du mit dem Chat sprechen, beziehungsweise ich würde wieder die Chatbox voll spammen, was? Ja. Seht ihr, deswegen habe ich ihn eingeladen. Damit ihr da mal in Ruhe schreiben könnt. Das ist nur, dass ich da nicht die ganze Zeit irgendwelchen Murks schreibe. So ja, nämlich. Aber wirklich. Mhm. So, die Dämmerhöhlenagentin kann von Kreaturen mit Stärke 4 oder mehr nicht geblockt werden. Ja. Also gegen dich wäre das gut. Ja. Du hast ja gesagt, du kommst ja nur mit 4er raus. Meistens, ja. Genau. Neue Horizonte, nicht Modern Horizons, nicht verwechseln. Verzaubert ein Land, wenn die neuen Horizonte ins Spiel kommen, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und das verzauberte Land hat erzeuge 2 Mana genau einer beliebigen Farbe. Cool. Du brauchst es, oder? Das gefällt mir sehr gut. Ja, das dachte ich mir. Sehr gut. Hier ist die verewigte Himmelsfürstin und zwar für 4 Mana. Wenn die gute Dame als Zombie-Zauberer ins Spiel kommt, wende Aufmarsch 2 an, lege also 2 +1/+1 Marken auf eine Armee. Und Zombie-Spielsteine, die du kontrollierst, haben Flugfähigkeit. Die ist nebenbei im Precon-Deck von den Zombies drin, aus Mitternachtsjagd. Die ist cool. Ja. Die hat. Ja. Wenn du die Guck mal, ein Teufelsbraten. Jawohl. Endlich. Endlich mal ein Teufelsbraten. So wie der verschlingende Teufelsbraten ins Spiel kommt, kannst du eine beliebige Anzahl an Kreaturen oder Planeswalkern opfern. Und falls du dies tust, kommt er mit doppelt so vielen +1/+1 Marken ins Spiel. Oho. Nicht schlecht. Ja. Oh, Ashiok. Schnicke. Ui. Ja, hallo. Hallo, Ashiok. Willkommen. Die fehlte mir tatsächlich auch noch in der gesamten Sammlung. Geht's? Ich versuch's gerade. Was kann sie denn? Also Zaubersprüche und Fähigkeiten, die dein Gegner kontrollieren, können nicht bewirken, dass ihre Beherrscher ihre Bibliothek durchsuchen. Ach so, das ist die Anti-Nietzsche-Karte. Ich hasse sie. Ich hasse den ganz, 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 ganz tief aus meinem Herzen heraus. Lass mich raten, weil deine Tutor-Fähigkeiten dadurch auch, also deine natürlich, klar. Fauna-Schaum, Samen und alles. Kannst du alles in die Tonne klopfen. Und gucke mal an, was wir hier haben. Eine Bioluminescenz-Hydra, oder? Ja. Hab ich die? Ich glaube, die habe ich zuletzt sogar mal gezogen. Ja. Bioluminescenz-Hydra, die ist ja auch wirklich schnieke. Ne? Für jede Loyalitätsmarke auf stimmt, die ist halt sehr Planeswalker-affin. Ja. So, Standardland, weg. Emblem, weg. So, das ist meine Placeholder-Karte, damit ihr wisst, wo es hinkommt. Das war nicht schlecht. Planeswalker, Hydra, alles drin, was man haben möchte. Alles, was du haben wollen würdest. Der Teufelsbraten, da kriegt man schon fast Hunger. Was hast du heute schon gegessen? Käsetoast. Wir reden über Braten. Womit kommt er? Käsetoast. Das ist richtig. Komm, unaufhaltsamer Vormarsch, Zombies. Also erzeugen wir für 4 Mana einen 3-3er Zombie-Armee-Token. Okay. Der Loxodon-Feldwebel. Das sind halt die Elefanten. Die gibt's seit Ravnica. Ich glaube, die gibt's seit Ravnica. Gab's die nicht vorher schon? Doch, das ist doch so einzeln. So einzelne, ne? Ja, die gab's, ich glaube, so in 9 hatte ich die auch schon mal gesehen. Damals mit Loxodon Smiter und so weiter. Wobei, nein, ich glaube sogar vorher noch mit dem Loxodon Warhammer als erstes. Kann das sein? Ja, ich glaube auch, ja. Dann war es vielleicht die Nashörner, die ich meine, die später kamen. Also diese humanoiden Nashörner. Ja. Die habe ich erst mit Shards of Alara irgendwie richtig wahrgenommen. Die waren auch viel, 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 viel früher. Da habe ich ich habe den allerersten Rocks, weil ich habe angefangen mit Magic eine dritte Edition Sammlung zu übernehmen. Leider nichts Wertvolles dabei. Schade. Und da war einer von den ganz besonderen Promo-Rocks war damals für 5 Mana, 5/5 grün und für 2 könnte er sich regenerieren. Okay, das Amazing. Ist nicht schlecht. Okay, das ist echt gut.
Ja. Guck mal, wir haben eine Assassine mit Todesberührung, wie überraschend. Ui. Ja. Und es ist ein Insekt, oder? Ja, es ist ein Kraulstachelträger. Den kann man kraulen. Mhm. Ah, ich weiß nicht, ob der das so möchte. Ach, die gute alte Runenwand. Also die kenne ich schon. Ich weiß nicht, wie oft ich die schon überall mal gesehen habe, die Runenwand. Ja. So, der Funkenschnitter. Den hatte ich tatsächlich auch zuletzt auf der Hand aus dem Precon. Also die haben echt viele Zombies aus War of the Spark rausgenommen. Und Riesenwuchs. Wusstet ihr eigentlich, dass es Riesenwuchs schon 46 Mal als Neuauflage gab, als Reprint? Ist unfassbar. Okay. Ist unfassbar. Woher ich das weiß, fragt unsere Pause. Geschützturm-Oger. Reichweite. Naja, ein Oger mit Reichweite. Wie überraschend. Und wenn er ins Spiel kommt und falls du eine andere Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrollierst, fügt der Geschützturm-Oger jedem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Naja. Wobei, jetzt habe ich mal kurz eine Frage an dich. Jetzt hau raus. Ich habe diese Karte erst nicht gesehen, aber hast du das Turtok aus Kamigawa gesehen, aus der neuen Edition? Ja, ich habe das gesehen, ja. Wie großartig ist diese Geschützschildkröte, bitte? Sie hat einfach eine riesige Kanone auf dem Panzer und du hockst dann da. Mhm, I see what you did there. Ja, aber überleg mal, sie haben doch irgendwann auch schon mal eine Art Glurak-Variante gebracht. Bestimmt, ja, ein Glurak haben sie auch. Und ich glaube, weil ich heute dieses Special zu den Schildkröten gesehen habe, ich glaube, im alten Kamigawa hatten sie auch eine Ninja-Turtle. Oder ist es neun? Im neun haben sie einen Ninja-Turtle tatsächlich. Mhm. Aber guck mal, wir haben den Hieb der Wanderin, wo wir gerade über Kamigawa reden. Ne? Wer ist es? Du fragst mich Sachen. Die Wanderin ist ja die eigentliche hier, ne? Die ach, Chefin. Ja. Ne? Das ist ja die ist ja das erste Mal hier aufgeschlagen. Mhm. In Krieg der Funken und hat da im Prinzip. Und wo, keiner wusste, wer das war. Guck mal, Ashioks Schleicher. Jetzt haben wir Ashiok, jetzt kriegen wir noch ihre Schleicher dazu. Ist Ashiok ein Er oder ein Sie? Ich glaube, ein Sie. Ich glaube, es ist ein. Oh, das ist eine gute Frage. Oder es ist ein S. Stille. Dann, wenn Dinge anfangen zu denken. Auf jeden Fall kann man mit Ashioks Schleier in diesem Zug nicht mit für 4 Mana nicht blocken. Okay. Ja. Ah, Obnixis. Entschuldigung, Obnixilis. Grausamkeit. Das finde ich mal schön, weil ich habe von Obnixilis noch überhaupt keine andere Karte gehabt. Auch nicht vom Namen her, dass der irgendwo mal drin ist. Der ist nämlich, glaube ich, irgendwann in einigen Sets ein bisschen rausgeflogen. Kann das sein? Also ich weiß nicht, was damit... Ja. Ich glaube, da war was storymäßig. Habe ich nicht aufgepasst, bin ich ehrlich. Muss ich mal nachlesen. Aber du bist doch der Lorecaster. Nein. Da entwickelt sich gerade Saya zu. Sie wird zur Lore-Meisterin. Ah, okay. Ja. Ein wahres Wunder der Lore-Ischkeit. Mhm. So, das Gefäß des Feuerhirns. Also, wir packen ein Hirn. Das brennt. Das brennt. Das ist in Flammen. Ja, tun wir es da rein. Das sind Flammen. Ja, du verpasst. Du darfst da rein. Warum? Eine zündende Idee. Großartig. Okay, für 4 Mana und es erzeugt 2 Mana in unterschiedlichen Farben. Ist auf jeden Fall... Es ist eine Alternative. Es ist ein Mana-Rock. Es ist, ja, es ist eine Alternative im Commander für andere Mana-Rocks. Es gibt bessere, aber es gibt auch schlechtere, viel schlechtere. Ja. Also der Don sagt auf jeden Fall, Ashiok ist genderlos. Also definitiv haben wir dann irgendwann uns zurechtgefunden und gesagt, ja, es ist Nullgeschlecht. Mhm. So, Sonnenklingenengel. Ein Engel, glaube ich, den Nietzsche noch nicht hatte. Ein 5er für 3 mit fast allem drauf. Fliegend, Erstschlag, Wachsamkeit, Lebensverknüpfung. Ist okay. Oh, und was ist es? Es ist Obnixilis. Wie geil ist das denn? Ich habe eben noch gesagt, den hatte ich nicht. Jetzt habe ich den sogar als Planeswalker. Siehste mal. Schön. Also, was kann der Gute? Immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, fügt Obnixilis, der Hasserfüllte, jedem Spieler einen Schadenspunkt zu. Und für -2 zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Ihr Beherrscher zieht 2 Karten.
Echt eine gute Sache. Man muss aber auch so sagen, kurz zur Erklärung, jetzt seht ihr natürlich schon die Rare aus diesem Set. Ich glaube, in jedem Booster ist tatsächlich ein Planeswalker drin. Das ist so gewollt. Das ist eine von diesen Aufzählungen, die mit auch ne, die anderen Draft-Booster schon hatten. Mit so und so und so und so ist die Aufteilung, aber ein Planeswalker ist immer drin. So. Was passiert da im Chat? Ein Magic-Spiel, ja. Ein Magic-Hörspiel. Wir müssen diese Stimmen dann anwenden, wenn wir es können. Oder Ingo? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, aber pass mal auf. Die ganzen Sachen, die hier passieren, das sprechen wir was? Dann so. Ja. Nein, machen wir nicht. Nein, wow. Eskalierte zeitnah. Ui. Herzlich willkommen, zu einem Podcast, der anders schwierig ist. Eine unfassbare Geschichte erzählen wir jetzt hier über die weltweite Jubelfeier. Ob du wohl aufhören wirst? Nein. Alter Schnitz, das gibt's ja wohl nicht. Ja, Ingo und ich sind im Duo die Cringecaster. Voll cringy. Okay, komm erstmal zu dem Break. Diese Stimme macht mich fertig. Mach das nicht. Mach ich habe die irgendwann mal per Zufall entdeckt, als ich mal meine Dialekte ausprobiert habe. Also, von daher. Weltweite Jubelfeier für gute 7 Mana. Gute 7 Mana, nicht schlechte. Mhm. Nietzsche würde sagen schlechte, weil es ist Brokkoli drin, 2 davon. Also das kann man so jetzt erstmal nicht sagen. Erstens, der gute grüne Planeswalker weiß, 7 Mana sind quasi nix. Das ist quasi Turn 2, Turn 3, wenn es hochkommt. Im besten Fall sogar Turn 0. Ja, natürlich. Ja. Also bestimme 4. 4 Dinge kann man bestimmen. Du kannst denselben Modus mehr als einmal bestimmen. Das ist cool. Erzeuge einen 2-2 Bürger-Kreaturenspielstein, der alle Farben hat. Nicht zu verwechseln mit dem DJ alle Farben. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Führe Wucherung durch. Oh, ist eigentlich Wucherung mal erklärt worden? Oh. Hm? Oh, was war nochmal Wucherung? War das Durchsuchen? Wuchern müsste Propylate sein. Also im Prinzip Mana, die aus dem Ding raussuchen. Aus der Bibliotheken Standardland suchen. Nein, Wuchern ist quasi auf einer beliebigen Anzahl von Permanents einen Counter, der da bereits schon liegt. Ich habe jetzt gerade nur hier eine kleine, also ich habe hier meinen Lieblingscommander vor mir liegen. Und da liegt faszinierenderweise eine Khan's Bastion obendrauf. Ja. Und da haben wir. Haben wir da Wucherung erklärt? Profilate. Choose any number of permanents and or players, then give each another counter of each kind already there. Ah, ui, das ist mächtig. Mhm. Das ist fucking mächtig. Besonders auch, auch auf Planeswalker, ne? Also, ja. Ne? Richtig cool. Das ist eine gute, richtig gute Karte. So, hauen wir mal wieder die Länder raus. Ja, über die werden wir uns mal unterhalten. Was? Ist okay. Ja, unterhalten wir uns mal. Mhm. So, was möchtest du haben? Möchtest du Gideon, möchtest du Teferi oder Liliana jetzt öffnen? Wir haben ja hier 3 zur Auswahl. Wir haben hier den Gideon, die Liliana und der Teferi. Das sind ja so die, ne, wie wir sehen, wir haben noch hier 3 unterschiedliche Artworks auf den Draft-Booster. Dann würde ich die Liliana, glaube ich, nehmen. Die Liliana, gut. Ja, ich bin persönlich kein so Fan von Teferi und oder Gideon. Nein? Ah, gut. Eher ein Freund der schwarzen Künste. Nö, meistens Kiora und oder Garruk, aber mich fragt ja wieder keiner. Ja, was ist eigentlich mit Garruk passiert? What happened to Garruk? Die Legende besagt, dass Garruk die allumfassende Stampede ausgerufen hat und dann bis ans Ende des Multiversums getrampelt ist. Ja, untot. Mhm. Auch. Aber wirklich sowas von untot. Mhm.
Eieiei. Also, als ich Garok irgendwie die Perversion gesehen habe. Also, gucken wir mal. Samuts Lauf. Eins. Oh ja, doch. Das. Für ein Mana. Draft-kompatibel. Wunderbar. Auch im Standard. Richtig schön schnell rot. Der Almosen-Extraktor. Der Almosen-Extraktor. Junge, los. Gib her. Lebensverknüpfung. Voll in deine Fresse. Der Almosen-Extraktor. Also man muss schon sagen, vor allem die deutschen Namen sind immer wieder einfach zum Schießen. Das ist großartig. Der Almosen. Den würde ich spielen, nur für den Namen. Das ist... Ja, um einfach mal das komplette Board zum Lachen zu bringen. Ja. Guck mal, das zusammengewürfelte Bataillon. Ja, sorry, Saya. Ich habe leider tatsächlich überhaupt nichts mit Wucherung mehr im Kopf gehabt. Ich habe, ne, so intensiv habe ich Grün noch nie gespielt, dass ich Wucherung habe. Also was kann die gute Dame? Immer wenn sie gespielt wird, mindestens zwei andere Karten angreifen, lege eine +1/+1 Mark auf die auf die Bataillon. Oh, das ist nicht schlecht. Passt zu einem White Weenie Deck. Vivians Grizzly. Der Grizzly, oh, ist der grün. Der grüne Grizzly. Mhm. Ja, endlich mal wieder grün. Ja, eine Kreatur, Bärgeist. Mit 4 Mana hat er die Fähigkeit, schaue dir die oberste Karte deiner Bibliothek an. Falls es eine Kreatur oder Planeswalker-Karte ist, kannst du sie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Falls du die Karte nicht auf deine Hand nimmst, lege sie unter deine Bibliothek. Ja. 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 Macht Card Quality. Du kannst ein bisschen dein Mana aussortieren, aber normalerweise im Draft. Du möchtest andere Sachen mit deinem Mana machen. Kreaturen spielen. Ja. Gewinnen. Ja. Zum Beispiel. Gewinnen. Erzwungene Landung ist einfach. Ich finde es interessant, dass es ein grüner. Flip-Bounce in die Bibliothek ist. Also es ist okay, wirklich, das ist nicht mal ein Abschießen oder so? Oder das ist ein Bounce ist in die Bibliothek. Lege eine fliegende Kreatur deiner Wahl unter die Bibliothek ihres Besitzers. Oh Gott. Das ist interessant. Für zwei Mana? Ja. Für Grün sehe ich sehr selten. Als spontan auf jeden Fall. Also gegen Drachen finde ich das gut. Drachen, Dämonen, Engel, Kalia, alles, was fliegen kann. Gucken wir mal, grimmiger Eingeweihter. Der ist sehr grimmig, guck mal. Ich sehe das schon. Ja, wenn der nämlich stirbt, dann wende Aufmarsch 1 an. Junge, voll, Aufmarsch 1. Mhm. Junge, so ein richtig kalte Armee. Zombies, Aufmarsch 1. Der selbstlose Märtyrer. Wenn er nämlich stirbt, führe Wucherung durch. So, jetzt steht es ja endlich mal da. Danke. Bestimme eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten und oder Spielern und gib ihnen dann von jeder Sorte Marke, die dort bereits liegen, eine weitere Marke. Achso, selbst du, wenn du eine Marke hast, kannst du es doppeln. Ey, das finde ich ja gut. Das ist Hallo, Kato Sicarius. Schön, dass du auch dabei bist. Das ist das Schöne an der... Warte kurz, meine 2 Sekunden Buchung. Das Schöne an Buchungen ist, dass du damit allen möglichen Blödsinn machen kannst. Du kannst von einem überfließenden Kelch bis zu einem Oszillit, kannst du quasi alles damit buchern lassen. Also Charge Counter, wobei? Ja, alle Counter. Nee, Charge Counter an sich nicht, weil du bekommst ja dann ein Emblem. Doch, mit einem Charge Counter ja. Marke, aber, Marke. Ne? Alles, was als Marke zählt. Mhm. Das zählt ja echt alles. Also alles. Alles, eins alles. 1+1. Infekt. Unzerstörbarkeitsmarke. Ja, gibt's lege alles? Noch eine Unzerstörbarkeitsmarke auf deine Kreatur, was? Ja, ohne Quatsch, es gibt ja dieses, ne? Opfere die Unzerstörbarkeitsmarke und macht dann Dinge. Stimmt. Also, ne? Jetzt ohne Quatsch, wer von euch zu Hause dieses Hexenzirkel-Deck aus Midnight Hunt hat? Das sind so in der letzten Zeit nämlich die Decks, die ich echt öfters gespielt habe. Das wäre eine Bereicherung für das Hexenzirkel-Deck, so ein bisschen im Late-Game, so in Turn 4, den rauszubringen und dann auf einmal nochmal zusätzlich zu dieser ganzen Push-Mechanik flup, 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 einmal hochzugehen. Also das ist sehr interessant. Mhm. Gut. Der Luftschlagkauz. Hallo. Die Namen. Ja, liebe Saya, auch Late Game Turn 4 ist
Also ohne Quatsch, wenn nach Turn 4 nicht schon anderthalb Stunden vergangen sind, dann ist beim Commander doch irgendwas schief. Ich weiß auch nicht, das ist für mich late. Nach anderthalb Stunden. Wenn ich müde werde, ist Late Game. Mhm. Jedes Spiel, das nach 23 Uhr angefangen wird, geht automatisch mit Late Game. Turn 1, Boss, das ist ein Late Game. Gucken wir uns die Funkenernte an. Für einen Mana, opfere eine Kreatur oder bezahle 4, einmal 3 und ein schwarzes, als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Die ist geil. Es ist so eine Hexerei. Wenn es ein Spontanzauber wäre, wäre die noch mächtiger. Mhm. Nee, aber nehme ich. Je, Removal immer. Stimmt, da fängst du an erst so, hey, jetzt komme ich mit meinem zweiten Land raus in Turn 4. Mhm, ja. Ja. Also Kato Sicarius, wir machen gerade Krieg der Funken auf. Ne? Also ein ganzes Display. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Wir sind gerade erst bei dem dritten Ding. Und wir haben schon eine halbe Stunde verquatscht, aber Hauptsache, ihr habt Spaß. So, also, die pollenbenetzte Druidin. Wenn die pollenbenetzte Druidin ins Spiel kommt, bestimme eines, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur oder führe Wucherung durch. Und hier ist es nochmal auch beschrieben. Bestimme eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten und oder Spielern und gib dann von jeder Sorte Marke, die dort bereits liegt, eine weitere Marke. Nochmal, auch gut. Definitiv ergänzend für einen Hexendeck. Oh, guck mal, ein Hund! Mhm. Der hat sogar Trampelschaden, so groß ist der. Movu, treuer Begleiter. Er hat, ja, also ein Hund ohne Wachsamkeit fände ich ein bisschen unnatürlich. Haben irgendwie viele Hunde. Das ist auch so eine Eigenart irgendwie, so eine bestimmte Tiere. Haben Hunde besonders viel Wachsamkeit? Ja. Also schau dir mal ein paar Hundekarten an. Sehr viele von denen haben Wachsamkeit. So ein paar Tiere haben, ne? Mhm. Dieser Doggo hat Brural zerstört. Was? Wer ist Brural? So, was haben wir? Falls eine oder mehrere +1/+1 Marken auf Movu treuer Begleiter gelegt würden, werden stattdessen so viele plus eine +1/+1 Marke auf ihn gelegt. Cool. Und Trampel. So, jetzt kommen wir zur Multicolor-Karte. Totenspross. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und misch dann deine Bibliothek. So, für 4 Mana, wie interessant ist die für dich? Also, sie ist sowohl ein Destroy als auch ein Search, also ein Tutor. Oder halt ein Aber Land-Search. Sie sucht nur ein Standardland, oder? Sie sucht nur ein Standardland, ja. Naja, sie kommt, sagen wir mal, in einem Draft kommt sie definitiv nicht vor Turn 4. Aha. Vielleicht, ja, mit dem Grünsplash, vielleicht kommt die Turn 3 und rampt mich dann um 1. Im Draft fände ich sie wahrscheinlich, wenn ich nicht Colorlock bin, würde ich sie wahrscheinlich im Draft nicht spielen und im EDC oder so, da bräuchte ich das passende Deck darum, aber sie fällt dann doch ein bisschen ab. Dadurch, dass er halt nur ein Standardland sucht, tappt. Aber es ist ein Universal Removal auf der anderen Seite. Ja, weißt du aber, wo ich sie nutzen würde? In einem Landfall-Deck. Ja. In einem schwarz-grünen Landfall. Da macht es richtig Sinn. Oh, guck mal! Nahiri, Sturm aus Stein! Was kann sie denn? Solange es dein Zug ist, haben Kreaturen, die du kontrollierst, erst stark. Und ausrüsten, Fähigkeiten, die du aktivierst, kosten beim Aktivieren ein weniger. Cool. Boros-Deck, nice. Richtig gut. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ist sie eigentlich die erwachte Version vom Stoneforge Mystic? Weißt du das zufällig? Nein, das weiß ich nicht. Aber Zaya ist im Off und kann jetzt als zukünftige Loremasterin. Dann werde ich sie als nächstes danach fragen, weil das interessiert mich, weil das Artwork von ihr hat mich immer an den Stoneforge Mystic erinnert. Vielleicht ist das ja so. Wäre mal gut rauszufinden. Ja. Also ich könnte es jetzt parallel machen, aber dann hängen wir zu sehr im Browser gerade rum, als dass wir darauf achten. Ja. Gut. Also pass mal auf, Zaya, ne? Zeitlöschung, hier.
Azorius, ich mach mal hier. Bringe eine Kreatur, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück und zerstöre dann alle Kreaturen. Oh, ist das ein geiler Board-Vibe. Ist das ein geiler Board-Vibe? Nie. Nie. Besonders, bringe eine Kreatur, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück und zerstöre dann alle Kreaturen. Mhm. Meins zurück, so. Ach so, alles kaputt bei euch. Schnieke. Ja, Board-Vibes. Ja, Board-Vibes. Entweder man hasst sie oder man hasst sie. Ist halt genauso, ne? Ja. Muss gerade mir einen Spruch verkneifen. Der passt gerade nicht. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es geht. Lassen wir den doch einfach mal weg. Ja. Mhm. Gucken wir mal. Guck mal, eine feurige Prophetin. Was kann die denn so feurig profitieren? Profitieren, das ist richtig. Profitiert. Sie profitiert. Und das sind also auch diese Funken, ne? Ja, so psst. Mhm. Und ein Totenkopf. In der Mitte. Mhm. Also immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, erhält die feurige Prophetin +1/+1 bis zum Ende des Zuges und du machst Hellsicht. Und jeder, ja, jetzt steht hier Hellsicht nicht, das kann ich erklären. Guck die oberste Karte an. Cool, nicht cool, unter die Bibliothek, cool wieder zu und dann später ziehen. Nicht in diesem Zug ziehen. Das ist dann was anderes. Habe ich richtig erklärt? Ja, hast du richtig gemacht. Gut. Das gibt 3 Gummipunkte. Yay! Ich habe Gummipunkte verdient. Apropos, wir müssen immer noch ein paar Counter essen. Ja. Lieber, ist der Ingo daran schuld, dass wir essbare Counter eingeführt haben? Mhm. Aber ich kann in dem einen Commander, ich kann das nicht essen. Da sterbe ich voran. Ja, bitte, es geht nicht. Ich möchte nie wieder eine 23-23er Hydra essen. Aber pass auf, das können wir ja machen. Du kennst doch diese kleinen Fischlis, diese Knusperfischlis. Mhm. Dann nehmen wir die. Ja. Oder Nicknacks. Ja, den 2-Kilo-Sack Nicknacks daneben, auf jeden Fall. Solange die Karten gesleeved sind, ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Kinder, sleeved eure Karten. Double sleeved sie, wenn ihr Pros seid. Und ihr seid Pros. Double sleeved sie, wenn ihr Tryhard seid. Und ich sag da nichts weiter dazu. Und wenn ihr richtig gut seid, dann denkt ihr darüber nach, dass ihr oben sleeved, unten sleeved. Und wenn ihr noch richtig cool seid, statt oben zu sleeven, macht ihr Seitensleeve. Was? Kennst du nicht die Sideloader-Sleeves? Oh Gott, ja. Und dann Double-Sleeven mit Sideloader-Sleeves. Ja, genau. Du machst dann erstens den Inner-Sleeve als Sideloader und dann andersrum. Und dann kommt noch der Clear-Sleeve von oben drüber und dann dein normaler Sleeve. Eigentlich ist ein normales 100-Karten-Deck ist ungefähr so 75 cm hoch. Genau, die müssen alle im Top-Loader drin sein. Also ja, auf jeden Fall. schon mal ein ganzes Deck voll Top-Loader. Mhm. Stoneforge Mystic, ja, tatsächlich. Ist sie es? Ja, tatsächlich. Here is art was modeled on the art of the world's awake Stoneforge Mystic, but that represents another character. Ah, okay. Cool, danke Captain Killzeit für das Nachforschen. Vielen Dank. So, Rückkehr zur Natur, back to nature. Bestimme eines, Artefaktzerstörung, Verzauberung, Zerstörung oder schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil, also im Prinzip Graveyard Destroy. Die finde ich richtig, richtig cool. Jejas Gruß, hallo. 2 Mana und fügt einer Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu und 1 Hellsicht. Das ist ein guter, spontan Direktschadenzauber. Mhm. Die anschwellende Volksmenge. Oh Leute, bitte, anschwellend. Ich schwelle auch gleich an vor diesem Begriff. Bitte hören Sie auf anschwellen. Also immer wenn eine andere Kreatur oder ein Planeswalker, die du kontrollierst, stirbt, lege eine +1/+1 Marke auf die anschwellende Volksmenge. Mhm. Das schwillt bei mir an. Das ist ein Frosch. Ja. Ach, nebenbei, Ingo, du könntest mich in Full Window setzen bei dir, sodass du dann mehr siehst. Du musst nur Rechtsklick bei mir drauf machen. Und dann kannst du auf Full Window gehen. Und ich glaube, dann kriegst du mich im Fokus. Was laden möchte?
Das musst du entscheiden. Ja, das, also die Kasimas Transmutation ist ein richtig guter Zauber. Es ist schön, dass ich dich jetzt im Full Window habe, aber meine Auflösung hat sich null geändert. Oh, scheiße. Sehr schön. Nein. Ja. Wir verzaubern eine Kreatur und diese verzauberte Kreatur wird einfach zu nichts und ist eine 1-1er. Deswegen, tolle Karte. Den Funkenschnitter hatten wir schon mal. Guck mal, der Riesenwuchs wieder. Ja. Den Geschützturm-Oger. Okay, jetzt kommt eine Multicolor-Card. Oh, Domri's Hinterhalt. Die habe ich schon, tatsächlich. Lege eine +1/+1-Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Dann fügt sie einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl, die beziehungsweise den du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Das finde ich richtig gut für 2 Mana. Das für 2 Mana ist das wirklich, wirklich gut. Vor allem, das ist nicht mal die normale Fight-Mechanik. Ich glaube, sie kämpft nicht zurück, ne? Genau, sie kämpft nicht zurück, sondern sie macht nur direkt, ja. Sie macht, ne, Schaden. Das heißt nicht, sie kämpfen gegeneinander, sondern sie macht Schaden. Das ist einfach nur Removal. Halt Creature-Based Removal, aber... Ja, für Grün perfekt. Für Grün einfach perfekt. So, Bund der Disziplin, tappe alle Kreaturen, die deinen Gegner kontrollieren, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Lebensverknüpfung des Zuges. Das ist gut. Also im 1-1, im Standard finde ich das richtig, richtig gut. Liegt aber auch daran, wenn du so einen Commander spielst, klar, du tappst die alle anderen, machst natürlich für den einen oder anderen dann halt auch definitiv immer weiter alle auf, aber du kannst halt nicht alle dadurch fertig machen. Oh, ich sehe, da ist hinten eine voll versteckt. Mal gucken, was es nachher ist. Da hat es schon was zu. Aber guck mal, wir haben erstmal Angraf, Kapitän der Verdammnis. Den Angraf habe ich jetzt zuletzt schon gesehen, als hier bei den Little Planeswalker von Secret Lair. Okay. Ah, Kreaturen, die du kontrollierst, haben Bedrohlichkeit. Oh, für 4 Mana. Cool. Und er kann Aufmarsch. Das heißt, die Zombies erzeugen. Das ist eine richtig coole Sache. Aber immer dran denken, man kann nur eine Zombie-Armee haben. Hast du weitere, wird Aufmarsch immer auf diese Zombie-Armee angewendet. Das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Und was haben wir da in Dimir-Farben? Wir haben Einmarsch der Gottverewigten. Das ist ein sehr langer Text. Sekunde, ich brauche ein bisschen. Der Einmarsch der Gottverewigten fügt einer Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. 4. Du erhältst Lebenspunkte in Höhe des auf diese Weise zugefügten Schadens dazu, also 4. Ja. Ein Spieler deiner Wahl legt die obersten 4 Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof, wieder 4. Also und du machst Aufmarsch 4. Lege 4+1/+1 Marken auf eine Armee, die du kontrollierst, und falls du keine kontrollierst, erzeuge zuerst einen 0-0 schwarzen Zombie-Armee-Kreaturenspielstein. Für? Es sind nicht 4 Mana, nein, aber es sind 5 Mana. 5 Mana. Für 5 Mana, das bricht das Thema irgendwie. Nun ja, das und das war schlecht. Die Rare aus Booster Nummer 4. Ja. Aber Moment, hier versteckt sich noch was. Wir haben eine Foil. Und zwar Weiser Evolutionskundler in voll. Und immer wenn ein Land unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, führe Wucherung durch. Der ist großartig. Der ist wirklich, wirklich großartig. Das ist eine meiner absoluten Lieblingskreaturen. Und das wäre witzigerweise eine von den Karten, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Also. Weil sie in voll ist auch noch. Ja, ich habe ihn nur in nicht voll, aber der Evolutionsmagier ist wirklich stark. Also nur über den Landfall-Trigger zu wuchern, ist für Grün unfassbar gut. Dadurch, dass es Landdrops sind, für Grün nichts Besonderes. Ja, das ist normal, das ist Standard. Ja, einmal in der Runde. Nein, das meine ich nicht. Über. Ja, einmal in der Runde, Mensch. Über Kodama Beach oder Wuchern oder hast du nicht gesehen? Ja, du musst nur eine Kombination halt draus machen, ne? Ich habe hier das Zendika Commander Set liegen. Komm, ich sleeve dir den direkt. Er wird direkt gesleeved. Ja. Warte kurz, eine spontane Kombo mit dem. Der ist witzig mit dem Fertilite zusammen. Ja! Ja, weil das Fertilite entfernt quasi einen -1-Counter von sich und bringt dafür ein Land. Genau, bringt dafür ein Land und sobald du ein Land bringst, machst du quasi wieder einen -1-Counter auf es. Das heißt, das geht quasi dann so viel Mana, wie du hast, kannst du quasi Länder aus deiner Bibliothek raussuchen. Das ist heftig. Ja, das ist ziemlich gut.
Ja, ich mach mal gerade, dass der Müll am Boden liegt. Macht dann der Zukunfts-Nico. Der räumt das ja, dann auf. Ja, der bedankt sich jetzt schon beim Vergangenheits-Nico. Wir kennen es ja alle. So, die Karten hatten wir schon. Den Blendstrahl hatten wir noch nicht. Ein Spontanzauber, der einer Kreatur meiner Wahl einen Schadenspunkt zufügt und die Kreatur kann in diesem Zug nicht blocken. Und ziehe eine Karte. Card-Draw-Mechanik für Rot. Ganz selten. Ist gut. Drei Mana, ein Schaden, nicht blocken, ziehen. Ja. Ah, schade. Schade, dass er nicht kann, sei ja. Schade. Ja, müssen wir halt gucken. Dann sind wir halt nur so viele, wie wir sind. Wie es aussieht, wird das auch mit unserem anderen, unserem bedauerlichen Teilnehmer, der leider krank ist, Teilnehmerin, die krank ist, wohl nichts. Das sieht ein bisschen doof aus gerade. So, schauen wir uns mal noch den Leviathan von der Dammbrecher, bitte. Ich weiß, beim Dammbrecher liest man immer noch mal gleichzeitig Darm. Das macht's nicht besser. Ja, besonders diese Kreatur, die ist ein Darmbrecher. Selbst Dammbrecher ist irgendwie... Also, wenn sie ins Spiel kommt, führe Wucherung durch. Simic-Style-Wucherung. Also, Wucherung hat ja in Krieg der Funken ja ordentlich eine Mechanik drin, auf jeden Fall gehabt. Ja, und das ist sogar das erste Set, wo Weiß auch dann eine Wucherung bekommen hat. Hatten sie vorher nämlich nicht. Sehr gut. Cooles Trivia. Sehr gut. Gucken wir uns an. Tamios Eingebung. Also, eine Kombination aus Hellsicht 4 und dann zwei Karten ziehen. Ist echt gut. Hellsicht 4 plus, ja. Da kann man sich halt das ein bisschen zurechtlegen, was man haben möchte. Mhm. Preis der Invasion. Aha, oh. Ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Nichtlandkarte. Der Spieler wirft die bestimmte Karte ab für 3 Mana und man macht Aufmarsch. Ja, na, Aufmarsch. Die bösen Zombies von Bola. So, das Ceratops hatten wir auch schon. Oh, ein Classic-Goblin. Wie cool ist das denn? Ein Classic-Goblin. So, ich muss die mal mehr in die Hoch... So, jetzt ist es besser. Jetzt sieht doch jeder, was noch unten dran ist. Ein Classic-Goblin. Nichts. Nur 2-2 und Fluff-Text. 2-2 für 2 Mana. Oh, großartig. Den wollen wir alle. Ja. Der wird vermutlich im Draft so als Last Pick oder als Pre-Last Pick genommen, bevor noch eine schlechtere Karte kommt. Ja. Mensch, Ingo, wir müssen mal öfters mal in den Chat auch darauf hinweisen, dass wir so ein spezielles Event haben, das sich Schrödingers Booster nennt. Mit 10.000 Punkten, die dann eingelöst werden. Also der Chat muss schön dranbleiben, die Punkte einzusammeln, damit wir, wenn wir wieder in Studio 1 sind, das mal ausführen können. Tatsächlich ist es gerade nicht möglich, weil ich unser Treasury nicht habe. Also, was haben wir hier? Beförderung. Lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Die Kreatur erhält Erstschlag bis zum Ende des Zuges und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Das ist viel für 2 Mana. Ja. Ruchlose Zurückweisung. Bringe eine bleibende Nichtlandkarte deiner Wahl mit auf die Hand ihres Besitzers zurück und mach Aufmarsch 1. Mann. Oh, eine Nissa-Karte. Haben wir dann Nissa auch hier eventuell gleich hier drin? Wer weiß. Das wäre interessant zu wissen. Nissas Triumph, ne? Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Standard-Waldlandkarten. Falls du einen Nissa Planeswalker kontrollierst, durchsuche deine Bibliothek stattdessen nach bis zu 3 Länderkarten. Moment. Hier hat sich das Wording geändert. Ich hoffe, das ist im Englischen nicht auch so. Ansonsten ist, wenn Benissa draußen ist, heißt das 3 Länderkarten. 3 Länderkarten, nicht 3 Standardländerkarten. Ja, das kann Probleme geben. Ja, da müssen wir mal in den englischen Text mal vergleichen. Und zeige die Karten offen vor und nimm sie auf deine Hand. Mische dann deine Bibliothek. Ist okay. Sturm auf die Zitadelle. Noch was Grünes. Für 5 Mana. Bis zum Ende des Zuges erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, +2/+2. Und immer, wenn diese Kreatur einem Spieler oder Planeswalker Kampfschaden zufügt, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl, das bzw. die der verteidigende Spieler kontrolliert. Ja. Ja.
Guck mal, eine Rettungssphinx. Gibt's eigentlich von jedem irgendwie einen Rettungs... einen Rettungshund, Rettungssphinx, einen ja, Rettungsengel? Rettungshydra. Richtig, Saya. Das ist es nämlich, die ganze Geschichte mit den Standardländern. Wenn du sagst, sind Länder nicht Standardländer. Das heißt, also ohne Quatsch, dieses Nissa-Ding, das ist, wenn sie draußen ist, nochmal richtig stark. So, was hat die Rettungssphinx? Guck mal, ich hab Chandra. Schön. Tada. Aber die Rettungssphinx kommt ins Spiel, bleibende Nichtlandkarte, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Und falls du dies tust, kannst du Rettungssphinx mit einer +1/+1 Marke ins Spiel bringen. Für 4 Mana. Es hat ein schöner Bounce. Ja, eingebaut. Sie bounced. Ist die glitzerig? Sie ist nicht glitzerig, nein. Es hat nur, die Spiegelung gab es nur im, im Bild. In meinem Kopf. Ich genau, verstehe. In deinem Kopf. Ich könnte ja noch ein Ticken näher rangehen. Mal gucken. Ups, das ist zu weit raus. Dann kann man es noch besser lesen. Dann schiebe ich es noch ein Stück höher. So. So, immer wenn, boah, also die Schriftart tatsächlich bei Krieg der Funken ist richtig klein. Also ich habe noch nicht, also ich glaube, das ist das Set mit der kleinsten Schriftart. Schriftartgröße. Die Feuerformerin, The Chandra. Immer wenn ein oder mehrere Loyalitätsmarken von Chandra, der Feuerform, entfernt werden, fügt sie einem Gegner oder Planeswalker dann aber entsprechend viele Schadenspunkte zu. So, was kann sie? Schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil, du kannst sie in diesem Zug spielen. Aha. Und -7, schicke die obersten 7 Karten deiner Bibliothek ins Exil, du kannst sie in diesem Zug spielen. Ja, die ist aber schwach. Also für eine Chandra ist das schwach. Klar, sie hat, du machst 7, wenn du sie so runternimmst, macht sie noch 7 Schaden. Ja, sie macht aber 7 Schaden. Es ist irgendwie der Gesamteffekt. Aber nur auf Spieler oder Planeswalker, das heißt, du kannst nicht mal auf dem ganzen Board agieren, Kreaturen lässt sie quasi in Ruhe. Ja, das ist halt ne, passend zu dem Set, ne? Planeswalker. Ja. Also sie ist nicht gut, ganz ehrlich. Das geht besser. Da gibt es definitiv gefährlichere Chandras, das auf jeden Fall. Ja, um einiges gefährlicher. Ja. So, jetzt packen wir mal wieder ein paar Karten weg. Mal wieder mal 3 aufgemacht. So, Ingo, was darf es diesmal sein? Teferi, Gideon oder Liliana? Zuerst. Dann nehmen wir doch mal den Gideon. Der Gideon wird zuerst aufgemacht. Ja, hier der Beweis. Sind das nur die 3 Artworks? Nur ja. Von den 3 Planeswalkern da drauf? Das ist ein bisschen schade. Wir können ja froh sein, dass es noch das Artwork überhaupt vorhanden ist. Reden wir mal über Teferis Zeitverzerrung. Wollen Sie, meine Damen und Herren, unser Lord und Erlöser Teferi, der die Zeit verzerrt? Also schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil, bringe sie zu Beginn des nächsten Endsegments unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Und falls sie als Kreatur ins Spiel kommt, kannst du sie mit einem zusätzlichen +1/+1 Marke ins Spiel bringen. Oh ja, ist nett. Ja, kann man durchaus einiges an Shenanigans machen. Ja, guck mal. Ein gepanzerter Krovot. Mehr nicht. Eine 4-Mana-Kreatur, 2 Fünfer. Mehr nicht. Mehr ist sie nicht. Sie ist ein Krovot. Ein Krovot, ja. Aber, oh, ein schöner Manticore. Leck mich am Arsch. Das ist ein Artwork. Das ist wieder, ja. Ein Zombie-Manticore, um genau zu sein. Und wenn der eindringliche Manticore ins Spiel kommt, was passiert? Er macht Aufmarsch. 2. Zur Abwechslung mal. Er macht zur Abwechslung mal Aufmarsch 2 für 5, für 6 Mana. Ach, guck mal, ein Affe. Der Blätterfresser. Er hat Reichweite. Er ist ein Mana. Ein Mana, ein grünes. Und wenn er ins Spiel kommt, kannst du eine Länderkarte aus deiner Hand getappt ins Spiel bringen. Die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Die würde ich im Draft, wenn ich grün habe, auf jeden Fall spielen. Das funktioniert gut. Und hier haben wir wieder der Hieb der Wanderin. Mal wieder unsere werte Imperatorin, Kaiserin aus Kamigawa. Dann Ashioks Schleicher. Obnixis Grausamkeit. Schon, oh, jetzt haben wir wirklich Doppelungen. Erzwungene Landung. Ja. Die Eingeweihten. Oh, jetzt haben wir was anderes. Bund des Gedeihens.
Schau dir die obersten drei Karten deiner Bibliothek an, kannst davon eine bleibende Karte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deiner Bibliothek. Du erhältst 3 Lebenspunkte für 2 Mana. Nett. Ja. Ist interessant, dass das das Celestia-Symbol ist. Ach, das ist Simic, ja doch, Entschuldigung. Wobei. Nee. Nein, du hast recht. Das ist Celestia. Das ist das. Wollte schon sagen. Nein, es ist das Simic-Gilden-Symbol. Oh ja, du hast recht, ja. Ja, Kato, du hast recht. Ihr habt alle recht. Dann haben wir noch Rahls Wutausbruch. Der Gute fügt einem Ziel deiner Wahl 3 Schaden zu. Was für Affe, das ist ein Faultier. Ja. Ja, eventuell ist das ein Faultier. Hallo, Insignifikanz. Ja, du hast recht, du hast definitiv recht, dass mit, wenn sie auch Schaden kriegt, natürlich sie länger bleibt. Ich finde irgendwie, der Effekt, der flasht mich jetzt nicht. Da ist so ein echt pappiger Geschmack im Mund. Ein pappiger Geschmack bei einer Karte, ich weiß. Mhm. Wortspiel. Ja. Vielen Dank dafür, dass du den Follow da gelassen hast. Oh nein, sogar ein Abo. Vielen Dank dafür. Wow. Das, okay. Und vielen das Dank. Schon im zweiten Monat. Moment, ist das nicht. Ah. Du, das ist dein Bruder. Dein Was? Kleiner. Ich musste nur gerade noch drüber schmunzeln, dass ich den Nickname doch kenne irgendwie. Triggert's langsam? Wer ist immer der Große und der Kleine? Und nicht der Laute und der Leise? Dein Labbruder. Ach so, jetzt. Ja. Moment. Hier. Das auch. Ja, das hat jetzt lange gedauert. Ich bin definitiv nicht, also bin definitiv nicht der Schlaue, das mal eins, was klar ist. Und aber, der Schnelle aber guck mal, auch. Wir nicht. Haben Nissa. Jawohl. Wir haben Nissa. Yay. Die Welt erschüttert? Nee. Ja, doch, die Erschütterin. Also ich mach noch kurz die Weiße fertig. Geist, und immer wenn sie in die dankbare Erscheinung ins Spiel kommt, und immer wenn die dankbare Erscheinung einem Spieler oder Planeswalker Kampfschaden zufügt, führe Wucherung durch. Bum, bum, bum. So, jetzt haben wir Nissa, die Erschütterin der Welt. Ist im Englischen bestimmt auch richtig gut. Also es ist schön, guck mal, das zieht sich so ein bisschen runter. Man sieht eigentlich so dieses leicht Durchschimmern. Ja, was kann sie? Immer wenn du einen Wald für Mana tappst, erzeuge einen zusätzlichen Wald. Ja. Ja. Klassisch Ram, funktioniert. Was steht da? Lege 3 plus 1 plus 1 Marken auf bis zu eine Nicht-Kreaturland deiner Wahl, das du kontrollierst. Enttappe es. Wird es zu einer 0-0 Elementarkreatur mit Wachsamkeit und Eile, die immer noch ein Land ist. Und du erhältst ein Emblem mit Länder, die du kontrollierst, haben Unzerstörbarkeit. Ja, I know what you feel. Ja, die ist einfach. Durchsuche deine Bibliothek nach einer beliebigen Anzahl an Waldkarten, bringe sie getappt ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Eine beliebige. Ich habe alle. Ich habe mir alle geholt. Hallo. Mhm. Ja, also, wie gesagt, im Draft, wenn die gezogen wird, die wird automatisch gespielt, weil die gewinnt einfach Spiele. Gewinnt sie Spiele oder alleine. Ist sie ein Rare-Pick? Das muss man sich ja echt mal fragen. Ist sie ein Rare-Pick oder ist sie wirklich auch von dem, ja, natürlich ist ihre Mechanik gut, aber... Da habe ich eine interessante Geschichte dazu. Und zwar, ich habe einen Draft gespielt, damals war das in Zendikar, wo ein Primal Titan aufgemacht wurde, links neben mir. Ja. Und der neben mir hat irgendeinen Guffel-Counter-Spell genommen und hat mir quasi den weitergegeben. Und ich meinte so, Kollege, ich sag das sehr, sehr selten, aber du hast hier einen Primal Titan drin. Ja, aber er mag grün nicht spielen. Okay, das war damals Most Value of the Set. Die hat damals, glaube ich, 25 oder waren sogar 36 Euro oder so schon gekostet bei Set Release. Und ich habe dann diesen Draft dann auch gewonnen mit diesem Primal Titan, auch später gegen ihn, weil... Er nicht grün mag. Er mag kein Grün. Tut mir leid, Jörgi, ich mag dich immer noch, aber du weißt,
Du weißt, dass du seltsam Grün bist in deinen Farben. Also kann man ja fast schon den Spruch sagen, du verlierst, weil du kein Grün magst. Ja, ja. Regelmäßig. Nein, nein, nicht, ja, ja. Also Leute da draußen, ihr müsst alle Grün Leute, mögen. Die kein Grün mögen, verlieren regelmäßig. Denkt mal drüber nach. Ja, ja, Nietzsche, das hättest du sein können. Voll und ganz. Aber jetzt guckt mal, was wir hier liegen haben. Wir haben hier eine Rare in Foil liegen, und zwar das Massaker-Mädel. Und zwar ist das... Das Massaker-Mädel. Das nicht das Musaka-Mädel, das Massaker-Mädel. Hm. I see. Ja, sie hat bedrohlich, also erstens, sie kostet 5 Mana, hat bedrohlich, und wenn sie ins Spiel kommt, erhält jede andere Kreatur -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Und immer wenn eine Kreatur in diesem Zug stirbt, erhält jede Kreatur außer dem Massaker-Mädel -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Das ist eine gute Kombination, noch zusätzlich kommt rein, ja, und dann noch ein Destroy und dann noch ein Burn-Spell und auf einmal ist -3/-3 im Spiel. Mhm. Und dann wipe die für sich schon quasi alle Creatures, ja. Ja. Schnieke. Ja, die ist voll, die wird direkt mal gesleeved. So. Und hier haben wir den Mauer-Token. Mauer. Also fürs Wochenende habe ich jetzt, glaube ich, echt genug Länder. Ne? Ich sammle hier gerade. Ja, ein Commander ist die echt ein super Vibe. Definitiv. Da sehe ich sie auch. So. Zukunfts-Nico kümmert sich. So, wir haben die Rücker der Natur. Einen eisernen Raufbold. Hallo. Er ist bedrohlich und 3 Mana. Und wenn er ins Spiel kommt, lege einen +1/+1 Marker auf eine Kreatur deiner Wahl. Hallo, du eiserner Raufbold, du. Und hier haben wir... Und hier haben wir die verzauberte Streunerin. Ich weiß, dass die gute Dame, Moment, die ist im Pioneer-Deck, meine ich, im weißen, im Orzhov-Deck sogar. In diesem weißen Orzhov-Deck tatsächlich. Lebensverknüpfung, und wenn der verzauberte Streuner ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf jede andere Kreatur namens verzauberter Streuner, die du kontrollierst. Macht natürlich Sinn, wenn du mehrere von denen hast. Commander, völlig bescheuert, aber im Standard. Früher war sie gut. Jetzt würde sie Modern immer noch gut sein. Ja. Guck mal, ein Kronch. Ein Kronch. Ein Kronch. Ein Kronch. Er ist eine Bestie. Und das Tor, eine Kronch, kann nicht alleine angreifen. Die muss immer ein Händchen reichen. Oh, das ist furchtbar. Ja, ich reiche. Die schleudert uns zu Boden. Wie war das noch? Raumfeuchtreinigung, Muschi, hallo. Ich brüche sie. Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Den Lazotep-Behemoth, der möchte ich drauf. Ein Flusspferd. Oh Leute, ein Zombie-Flusspferd. Ey, das ist doch. Das ist ziemlich cool. Das ist vom Flavor her ziemlich, ziemlich gut. Und sie ist 5-4 für 5. Mehr kann sie nicht. Ja. Ist sie wenigstens ein Zombie? Ja, sie ist ein Zombie. Nice. Sie ist einer von diesen Bolas-Zombies, die so immer bläulich sind. Guck mal, der Blutenhühne. Der Blutenhühne, das ist die rote Variante. Der Blütenhühne ist die grüne Variante. Elementarwesen. Und wenn er ins Spiel kommt, führe das Wort durch. Yay! Oh Mann. Guck mal. Pyrohelix von Chandra. Und zwar... Pyrohelix fügt 2 Schadenspunkte zu, deren Aufteilung auf eine oder 2 Ziele deiner Wahl du bestimmst, für 2 Mana. Ist nicht schlecht. Für 2 Mana 2 Schaden und ich kann es mir aussuchen, wer wie wo was kriegt. Ja. Gut. Ja. Der Vollstreckergreif. Ich glaube, ich müsste mal echt diese Standarddinger diese Creature ohne irgendwas drauf tun. Fliegend, gut, Greif, ein Greif, der nicht fliegt, ist kein Greif. Aber guck mal, hier wieder so eine Kreatur, die nichts kann. So eine Naga, Zombie, die nichts kann quasi. Und sie ist ein Zombie. 3, ja, 2, das ist für das 3 Einzige, Mana, was sie quasi rettet, glaube ich. Dass sie ein Zombie ist. Guck mal hier, ein Vampir-Opportunistin. Kreatur, Vampir, für 2 Mana, 2-1. Und für 7 Mana, jeder Gegner verliert 2 Lebenspunkte und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Boah, nee, ist der... Boah, da kriege ich erst Kotzen. Also für 7 Mana, ohne Quatsch, da kriegst du Kotzen.
So, Chandas Triumph. Also wir haben ja öfters diese Planeswalker-Karten ja mit den speziellen Zaubern. Und jetzt kommt ja hier Chandras Triumph, nachdem wir, glaube ich, Nissas Triumph hatten. Chandras Triumph fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl, den ein anderer Gegner kontrolliert, 3 Schadenspunkte zu. Und falls du eine Chandra Planeswalker kontrollierst, fügt Chandra stattdessen jener bleibenden Karte 5 Schadenspunkte zu. 3 für 2 ist schon gut und dann noch eine Kombination, das ist in Ordnung. Ja. Es ist halt direkt Schaden. Aber halt einer Kreatur oder einem Planeswalker. Guck mal. Orzhov, der Funkenraub. Schicke eine bleibende Karte deiner Wahl mit 4 umgewandelten Mana-Kosten mit umgewandelten Mana-Kosten von 4 oder mehr ins Exil. Für 2 Mana ein guter Removal. Wirklich auf guter jeden Removal. Fall. Ja. Damit triffst du eigentlich immer was. Und immer haben, was weh tut. Genau, und hier haben wir jetzt Ja-Ja. 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 Die Feuermagierin. Und zwar, falls eine oder andere, falls eine andere rote Quelle. Falls eine oder andere. Ja. Falls eine andere rote Quelle, die du kontrollierst, einer bleibenden Karte oder einem Spieler Schaden zufügt, zufügen würde, fügt sie der bleibenden Karte oder dem Spieler stattdessen so viele Schadenspunkte plus 1 zu. Ja. Also mit Chandra zusammen wird sie gut funktionieren. Aber halt nur plus 1. Weil aus dem, ne, du könntest nicht immer so diesen einen plus eins, aber na, ist nicht schlecht. Ja, aber du machst zum Beispiel aus dem Removal, was wir gesehen haben, machst du schon mal auf 2 verschiedene Kreaturen, machst du 2 Schaden. Genau, plus 1. Und dann lohnt sich das für 2 Mana. Also das ist schon. Ja, dann machst du auf einmal auf 2 Kreaturen 2 Schaden für 2. Dann funktioniert das schon. Guck mal, wir haben was was Rakdos-artiges, was Zombie-Rakdos-artiges, und zwar den Schreckenshorden-Schlechter. Der hat Eile. Und immer wenn der Schreckenshorden-Schlechter einem Spieler oder Planeswalker Kampfschaden zufügt, lege eine +1/+1-Marke auf den. Und wenn er stirbt, fügt er einem Ziel deiner Wahl, also deiner Wahl, Ingo, Schadenspunkte in Höhe seiner Stärke zu. Für 2 Mana. Wow. Der ist wirklich, wirklich gut. Wow. Der ist richtig gut. Der ist hyper aggressiv, aber der gefällt mir wirklich, wirklich gut. Wenn du den supporten kannst, den Draft sofort würde ich nehmen. Den spiele ich auch in Constructed. Also ja, den würde ich sogar öfters in Constructed spielen. Ja. Also im Standard Modern würde ich ihn, ne, im klassischen 60-Karten-Deck würde ich mir ihn auch 4-mal reintun. 2-mal. Ja, aber auch in einem Rakdos-Flavor irgendwie so fast Beatdown-mäßig mit Rakdos-Kecklern und was kannst du dann noch? Living Lightning und so weiter. Ja. Also alles, was so wirklich hyperaggressiv ist von Runde 1 an quasi. Ja, Blendstrahl hatten wir schon, den Dammbrecher hatten wir schon. Ja, jetzt kommen wir so langsam. Oh, wir haben ein paar Goblin-Sturmtruppen. Nein, es sind keine Sturmtruppler, es sind Goblin-Sturmtruppen. Keine Goblin-Sturmtruppler. Das sind die, die schlecht schießen. Ja, das sind die, die schlecht laufen können. Das sind die, die schlecht laufen. Ingo, bist du zufällig ein Goblin-Sturmtruppler? Manchmal. Manchmal. Aber die haben Eile, deswegen, die laufen nicht, die fallen. Aber wenn sie. Das Gute ist, wenn der Goblin-Sturmtrupp stirbt, lege eine +1/+1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Naja. Dafür holen wir dann den göttlichen Pfeil raus und er fügt einer angreifenden oder blockenden Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Für 2 Mana in Draft hätte ich ihn genommen. Das ist ein Removal, den nimmt man in jedem Draft. Ja, wenn du die passenden Farben spielst. Ja. Im Gegensatz zu ihr. Ja, die nimmst du so als Last bis Second. Guck mal, da ist er wieder. Ja, der Lazzetep. Das Hippo. Pass auf, du kriegst dann einen von mir. Einen von mir kriegst du. Das Hippo der, ist super. Der Blütenhühne, wo ist der Bluthühne? Ich will den Bluthühne endlich. Lies den Flavor. Okay, ich soll mal den. Ich hole noch mal den von den Flavortext der Goblins vor. Soll ich ihn auch mit Goblin-Stimme vorlesen? Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ja, die da zu welchen Gildensieger? Ja, Goblins! Goblins haben immer dasselbe! Jedes Bedürfnis! Schreien! Auf den Gegner zuzurennen! Und auf Dinge drauf zu hauen! Boah. Nicht so eine hohe Stimme mehr für mich. Leck mir am Arsch. Nicht ihr da.
Irgendwer anders. Tja, Kato, da war es schon zu spät, da war ich schon in der hohen Stimme. Gefangen. So, Der Ketchenpeitschen. Der kommt für 5 Mana rein und eine Kreatur kann für 4 Mana nicht, oder macht sie dann unblockbar. Weil anders, man kann natürlich eine Kreatur deiner Wahl zum Nicht-Blocken zwingen. Ich zwinge dich dazu, du blockst nicht. Ja, Bund der Disziplin hat man auch schon, der ist schön. Schnieke. Wir haben Visier des Skorpions. Und wenn er ins Spiel kommt, macht er Aufmarsch. Und alle Zombie-Spielsteine, die du kontrollierst, haben plus haben Todesberührung. Was ist. Das ist richtig sweet. Ja. Jetzt haben wir hier Dovins Veto. Das ist ein interessanter Counterspell. Also, das ist das Coole. Dieser Counterspell kann nicht gecountert werden. Weil dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Neutralisiere einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch deiner Wahl. Es ist aber halt ein gezielter Counterspell auf Nicht-Kreaturen. Das heißt, du kannst nur alles andere, was nicht Kreaturen sind, countern. Ja, du kannst quasi nur Hexereien und so weiter. Tada! Da ist er wieder. Da ist er. Ich glaub's nicht. Jetzt habe ich ihn zweimal. Einmal in Englisch, einmal in Deutsch. Jawohl. Da ist er, der Teferi. Darf doch nicht wahr sein. Ja, der ist auch richtig Value, tatsächlich. Aber der Goblin-Token ist Sneaker. Sneak Goblin-Token. Mhm. So, Ingo, du sagst, wenn du mal eine Pause brauchst. Noch bin ich fit. Und okay. Du? I'm ready to rock. Das hört sich super an. Dafür müssen wir halt jetzt über Gideons Opfer sprechen. Der ja einfach nur so. Zu Lilianas Überraschung war nicht sie es, die für ihren Verrat an Bolas bezahlen musste, sondern Gideon. Und mit was? Er starb, natürlich. Mit Recht, was? Wow, das escalates quickly. Ach komm, es ist Gideon. Ich bitte euch. Er kommt wieder, pass auf. Ja, das ist ja das Spannende an dem ganzen System. Er wird wiederkommen. Wow. Was kommt als nächstes, Wizard? Holen wir jetzt erst wohl mal alle wieder. Pass auf, pass auf, pass auf. Und dann auf, machen wir doch den großen Bolas Redemption Arc. Hm? Wie ja, wär's? Bestimmt. Oder, pass auf. Gideon Jr. kommt ins Spiel. Sein Sohn. Ja, das gefällt mir auch nicht. Gideon. Mit J. Gideon. Ja. Gideon. Oder Gideon. Oh Gott. Nee, bitte nicht. Also wir haben hier die Gildenkugel und wenn sie ins Spiel kommt, zieh eine Karte. Und wenn du sie für 2 Mana opferst, kannst du 2 Mana unterschiedlicher, also sehr viel 2. Mhm. Dann hier wieder ein Krovort. Ja. Demolieren. Zerstöre ein Artefakt oder ein Land deiner Wahl. Land Destruction. Wird nicht gerne gesehen, habe ich gehört. I like it. Ah, Land Destruction ist immer... Man macht sich keine Freunde damit am Tisch, meistens. Ja, aber ich habe auch gehört, du findest keine Freunde mit Salat. Also Land Destruction und Salat... Richtig. Ja, und von Salat schrumpft der Bizeps. Das ist richtig. Was sagst du zu dem nährenden Centaur? Der ist ja mit 4 Mana, mit 3 Lebenspunkte und Mana-Erzeuger. Ein bisschen teuer, oder? Ja, der ist für so einen Ramp-Dude ist der eigentlich teuer, weil ich möchte, sag mal, ungerampt kommt der Turn 4 in grün. Da möchte ich eigentlich schon, der Body funktioniert. Ja, richtig. Ich weiß, was du meinst. So, hier haben wir eine schöne Huldigung des Gottpharaos. Ne? Wir reden von Bolas. Ja. Und zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, muss eine Karte abgeworfen werden. Was passiert dann? Aufmarsch 1. Also für 3 Mana und eine Karte abwerfen und dann Aufmarsch 1 ist die Scheiße. Ja. Da gibt es bessere Aufmarsch. Der Kriegskreischer. 2 Mana, 1 Dreier fliegend und andere Kreaturen, die du bis zum
erhalten +1/+1 bis zum Ende des Zuges für 6 Mana. Nein. Doch. Nein. Das ist kacke. Das ist echt beschissen. Ja, aber darum geht's nicht. Du möchtest den 6er-Effekt möchtest du niemals spielen, aber dadurch, dass der fliegend ist, kann ich dir sagen, dass der so in, wenn jemand Boros draftet ja. oder so, dass der dir richtig auf den Nerv geht. Ja, natürlich, weil dann haut der dich halt in 6 Zügen kaputt, aber das ist ihm egal, wegen fliegend. Deswegen, Kinder, achtet auf eure Evasion im Draft. Alles, was fliegt, ist fliegend. Alles, was fliegt, ist fliegend. Alles, was unblockbar ist, könnt ihr nicht blocken. Hatten wir gerade haben wir irgendwie gerade eine Simpsons-Anspielung gemacht? Ja. Weiß ich gar nicht. Ich merke schon nicht mehr, welche Anspielung ich mache. Du wirst zu deiner eigenen Parodie. Ich bin meine eigene Parodie. Ja, das kenne ich. Machen wir den untersten Visionär. Nicht den obersten Visionär, sondern den untersten Visionär. Mal sehen, ob es den obersten Visionär gibt. Der kann. Pass auf, halt dich fest. Hast dich festgehalten? Ja, ich bin festgehalten. Okay, du hältst dich fest. Der kostet 2 Mana. Und seine Fähigkeit ist, für 2 Mana ein weißes, ein normales und ein blaues. Und du tappst ihn, zieh eine Karte und wirf eine Karte ab. Haut dich nicht um, ich weiß. Ja, doch. Ach, du findest keine Freunde mit Salat. Ja, tatsächlich, das ist ja, aber Is it, ja. Is it or is it not? Richtig. Aber wenn ich irgendwas in die Richtung spielen würde, sehe ich den auf jeden Fall. Weil du kannst zumindest Card Quality machen. Ich denke mal, wir kriegen hier gerade unerwartete Unterstützung. Eine Kreatur unserer Wahl hält +2/+0 bis zum Ende des Zuges und ist unzerstörbar. Aber ist das gerade wirklich so, dass Gideon auf, wer ist es? Auf, der reitet auf Rakdos? Ist das wirklich so? Ja. Gideon hat auch eine OnlyFans-Page mit 0 Followern, also mal ohne Scheiß. Gut, neue Horizonte haben wir schon gehabt. Guck mal, boah, ist das denn eine Zombie-Katze? Ja, die ist cool. What the fuck? Die Gräuelroll. Boah, ist das schwierig auszusprechen. Gräuelroll. Oh, wie geil ist das denn? Also Gräuelroll. Auch in diesen Bolas-Farben, wie man schon sieht. Ich frage mich, das ist ja eine Panzerung. Ist die da drunter? Was ist da? Ist das Skelett oder wirklich verwesenes Fleisch? Will ich das wissen? Nein. Sie hat Bedrohlichkeit, sie kostet 1 Mana und für 3 Mana opfere eine andere Kreatur oder einen Planeswalker und lege 2 +1/+1 Marken auf den Roll. Fuck, ist die gut. Die ist wirklich gut. Die kann ich mir mit Tokens, ne, so, ja, hier 1/1 Goblin Token, irgendwas Tokenmäßiges. Ja. Und ja, und die hat halt wieder dieses Problem mit Bedrohlichkeit einfach, das ist halt Pseudo-Evasion und je nachdem, wenn die Turn 1 kommt, ja. Die kann dich das ganze Spiel übernerven. Oh ja, die ist im Draft und auch im Standard eine richtig fiese Sau. So, den Lazotep-Schutz. Lazotep. Der macht Aufmarsch. Siehst du, das ist nämlich das, was ich meinte. Ne? Aufmarsch 1 kannst du auch für günstiger kriegen mit 2 Mana. Du und bleibende Karten, die du kontrollierst, erhalten Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Also für 2 Mana Aufmarsch und Fluchsicherheit mit allen bleibenden Karten, die ich habe. Das ist ein guter, ja. Guter Deal. Ja. Und dazu packen wir jetzt noch den, wie heißt der im Moment? Davriel, raubender Schattenmagier. Cooles Artwork, wirklich. Davriel. Mhm. Was kann er? Er ist so einer von diesen Silber-Planeswalkern von der Rarität her, weil er hat keine Plus-Fähigkeit, sondern nur Minus. Aber zu Beginn des Versorgungssegments jedes Gegners und falls jener Spieler eine oder weniger Karten auf der Hand hat, fügt ihm Davriel, raubender Schattenmagier, 2 Schadenspunkte zu. So, genau. Falls jener Spieler eine oder weniger Karten auf der Hand hat. Aha. Ja, den möchtest du so in so einem Discard-Tribe spielen. Und, guck mal, er hat auch -1. Ein Spieler deiner Wahl wirft eine Karte ab. Ja, da findest du halt auch wenig Freunde damit. Mit Discard-Decks. Mit Mill und Discard findest du keine Freunde. Habe ich auch schon gemerkt. Wir haben den Wildschweingott. Unsere erste Mythic. Ja, Mythic. Ilark.
Keiler der Vernichtung. Fünf Mana. Fünf Mana und er verursacht Trampelschaden. Und immer wenn der Keiler angreift, kannst du eine Kreaturenkarte aus deiner Hand getappt und angreifend ins Spiel bringen. Und bringe jede Kreatur zu Beginn des nächsten Endsegments auf deine Hand zurück. Und wenn der Keiler der Vernichtung stirbt oder aus dem Spiel ins Exil geschickt wird, kannst du ihn als dritte Karte von oben und in die Bibliothek seines Besitzers legen. Oh, ich weiß, welche Person das liebt. Ja. Ich hab so einen Gott des Todes, nämlich zuletzt gesehen, der genauso war. Aber ist auch auf jeden Fall ist mega stark. Ist stark. Also das ist auch kein Rare Pick, das ist einfach nur, der gewinnt auch Spiele für sich alleine. Ja. So, jetzt machen wir mal nach und nach einfach so auf. Also nur so zur Info, wenn ihr wissen wollt, wann das Ding erschienen ist, das ist zum Core-Set 2020 erschienen und das Core-Set 2020 kam 2019 noch raus. Haben wir dieses Jahr ein neues Core-Set? Nein, es wird wohl keine Core-Sets mehr geben. Okay. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob sich das noch ändert. Also dieses Jahr... Also man hat zum Beispiel gesagt, dass jetzt die Straßen von Campenna, also von Neu-Campenna, theoretisch das Core-Set ist, weil in dieser Edition sind fünf Commander drin, also Commander-Sets. Es ist aber auch nicht die Commander-Edition des Jahres. Ne? Du hast ja auch die letzten Jahre immer so Commander 2021, 2020 gehabt, 2019. Zum Beispiel letztes Jahr war es ja Ikoria. Ja. Schwierig. Also es kann sein, dass das neue Standard-Set, das wird ja meistens so im August kommen, weil da ist ja dann der Umbruch, dann kurz vor dem Wechsel. Mhm. Ja, stimmt, Don. Da hatten wir ja schon in unserem Interview drüber gesprochen, dass wir 15 Commander hatten. Und ich glaube, dieses Jahr werden wir auch nochmal 15, wenn nicht sogar mehr Commander kriegen. Ja, ist halt schwierig dann vor allem für die Standardspieler, weil normalerweise über die Core-Sets hast du ja dann immer wieder so einen einigermaßen unspezifischen Pool quasi an Karten, den die zur Verfügung haben für ihre Sets. Wenn du die jetzt rausnimmst, dann hast du nur noch themenbasierte Sets. Stimmt, danke Don, du hast recht. Ikoria war 2020, das Core-Set. Boah, das ist... Oh. Stimmt, letztes Jahr war ja Strixhaven, die 5er-Edition mit den 5 Commander-Sets und dann kam danach kam ja die Forgotten Realms raus. Mit 4 wieder. Dann wurde es immer weniger. So, schauen wir mal. Springender Lux. Solange es dein Zug ist, hat der springende Lux Erstschlag. Für 2 Mana. Nicht schlecht. Das ist wirklich gut. Der geht dir richtig auf den Sack, weil der ist auch eine Art von Evasion. Ja. So, den Almosen-Extraktor haben wir wieder. Dann den Dammbrecher. Dann den selbstlosen Märtyrer mit Wucherung. Das ist die Karte, die du eben schon meintest. Weiß und das erste Mal Wucherung. Dann haben wir den Luftschlagkauz. Die Funkenernte, die auch echt gut ist. Die Polen. Den pollenbenetzte Druidin. Ja, genau. Dann wieder die Goblin-Sturmtruppler. Ja, ja. Mein Schatz, ja. Den göttlichen Pfeil. Den Wesir des Skorpions. Schön, dass ich den jetzt öfters mal habe. Und wir haben Geröllstreifen-Randalierer. Also, kann es sein, dass das unter Rot-Grün die Punks sind? Ja. Die Punks von Magic sind Rot-Grün. Ja, sind sie. Ist das Matti bewusst? Matti, du spielst Punker. Ist dir das schon bewusst? Ja, und das sind auch, wenn du mal zurückerinnerst dich an Ravnica oder so, da sind auch so ein bisschen die Hippies und so weiter sind da mit dabei. Ja gut, das liegt Weil ja du hast so die Burning Tree Emissaries, so Burning Man mäßig. Du hast die Rumble Belt Raider. Aber jetzt gucken wir mal genau, was kann die? Die kommen tatsächlich auch mit Eile rein. Also die sind so am Randalieren, dass sie schnell sind. Und immer wenn sie angreifen, erhalten sie X plus 0 bis zum Ende des Zuges, wobei X die höchste Stufe unter den Kreaturen ist, die du kontrollierst. Das heißt, sie profitiert halt von anderen Kreaturen. Stufe oder Stärke? Die höchste Stärke unter den Kreaturen ist. Das heißt, hast du eine 6, 6er draußen, wird das eine 6, 4er.
Okay, und am Ende des Zuges ist sie eine 0-4er. Ist sie dann 0-4, okay. Ja. Also sie kriegt im Angriff quasi X plus. Genau. 0, okay. So, wir haben Arlen, Stimme des Rudels. Wir wissen ja, dass später Arlen zu einem richtig guten Planeswalker wurde in Mitternachtsjagd. Und hier haben wir sie dann so als Vorgängerversion, wo sie noch kein Werwolf war oder kein Werwolf ist. Jede Kreatur, die du kontrollierst und die ein Wolf oder Werwolf ist, kommt mit einer zusätzlichen +1/+1 Marke ins Spiel. Aber sie ist trotzdem für jedes verfickte Werwolf-Deck richtig gut. Also, du nimmst die eine Arlen und die andere Arlen, du packst beide Arlens rein. Mhm. Und für -2 kriegt sie halt erzeuge einen 2/2 grünen Wolf-Kreaturen-Spielstein, der mit einer +1/+1 Marke ins Spiel kommt. Also 3/3er. Ja, funktioniert. Funktioniert gut. Was haben wir? Wir haben den Funken-Doppelgänger. Eine Kreatur-Illusion für 4 Mana. Die hat 0-0, aber ihr Effekt ist besonders, weil du kannst den Funken-Doppelgänger als Kopie einer Kreatur oder eines Planeswalkers, okay, die beziehungsweise den du kontrollierst, ins Spiel kommen lassen. Außer, dass er mit einer zusätzlichen +1/+1 Marke ins Spiel kommt. Falls er eine Kreatur ist, mit einer zusätzlichen Loyalitätsmarke ins Spiel kommt, falls er ein Planeswalker ist und nicht legendär ist, falls die kopierte bleibende Karte legendär ist. Das heißt, der bricht sogar die Legendenregel, dass sie da Ja, das ist aber nicht zu unterschätzen wichtig, sonst kommt der zweite Planeswalker einfach ins Spiel und wird gesackt über die Legendary-Regel. Oh, da habe ich jetzt so nicht drüber nachgedacht. Oh, verdammt, scheiße. Mann. Aber es ist cool. Der ist cool. Das ist, warte, das wäre das Äquivalent. Es tut mir leid jetzt, Leute, ich bin so ein unfassbarer Nerd und ich mag solche Fails. Es gab einen ambitionierten WoW-Designer, der hat in Battle for Azeroth hat eine Halskette designt. Die hast du auch 2 oder 3 Mal gekriegt. Die hast du aber nie gebraucht, weil das dein Legendary-Slot war, aber da hat trotzdem einer sich die Mühe gemacht und hat diese Halskette designt. Völlig für ein Hinter und völlig am Thema vorbei. Es tut mir leid. Hast du es jetzt? Ich dachte, wir warten noch auf irgendwas. Was? Was möchtest du von mir? Kannst du mal aufhören, so gemein zu mir zu sein? Nein. So furchtbar. Dafür habe ich den Hiobshund hier liegen. Das ist die Botschaft. Der ist cool. Besonders für ein Mana, Eile und Lebensverknüpfung. Flup, flup. Hunde und Katzen. Flup, flup. Hunde und Katzen. Ja, das Hunde und Katzen. Noch dabei. Mhm. Schwarz-weiß Katzen. Also genau, dann nimmst du nämlich, pass auf, dann nimmst du nämlich den Hund, lässt ihn angreifen und dann sexst du ihn. Ja. Genau so machst du das. Ja, Kryptopeitschenzyklop, treuer Pegasus, die Commons haben wir jetzt echt alle durch. Mhm. Ja, fast. Wir haben noch Vraskas, Volltreckerin. Wenn sie ins Spiel kommt, zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Für 3 Mana, den dein Gegner kontrolliert. Und der in diesem Zug bereits Schaden zugefügt wurde. Da ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Guck mal, lass mich raten, eine Spinne. Und was hat sie? Sie hat Reichweite. Ey, Leute. Also die Spinnen machen mich fertig. Ich kenne keine Spinne, die nicht Reichweite hat. Oder mindestens den Begriff hat, sie kann fliegende Kreaturen blocken. Ja, müsste es aber sogar welche geben. Es gibt sogar auch, ich glaube, es gibt sogar Skorpione, die keine Todesberührung haben. Von daher, warum sollte es Spinnen geben? Also irgendwann haben sie, glaube ich, eingeführt, dass alle immer Spinnen Reichweite haben. Ja. Außer jetzt kommt ihr mit Lolfs aus dem Forgotten Realms, diesen Planeswalker, die zählt nicht. Obwohl sie die Spinnenkönigin ist, die zählt nicht. Aber die kann nicht blocken. Das zählt nicht, ich sag's nur. Da könnt ihr mich jetzt nicht mit fangen. Was kann die? Hier wegen Spinnen. Ja, weil sie Spinne ist. Was kann die Gutes? Sie ist gut beim Spinnenblocken. Also sie fliegende Kreaturen blocken. Sie dann ist gut beim Spinnenblocken. Eine Spinne gegen eine Spinne. Eine Spinne, das ist die Antispinne der Spinnen. Kennt ihr immer die Spinne des Sets? Ja, ist richtig. Ja. So, und die ist... Ja, das ist interessant für dich, ne? Ein Mutant. Ja. Und zwar, wenn der Himmelstaucher ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Boah! Die kann für 5 Mana immer wieder Wucherung durchführen. Mhm. Und sie fliegt selber. Das ist interessant für Meervolk, das mega fliegt. Gut. Ja. Grün-Blau Meervolk ist auch wirklich stark geworden. Und noch ein Evolution Sage, jawohl. Und wir haben Huati, Herz der Sonne. Huatli.
Das ist definitiv so eine kleine Anlehnung an, ja, es sind die Selesnya-Farben, aber es ist eine Anlehnung, finde ich, gerade an Die kommt von Ikoria, oder? Das ist so ein Dino. Ja, irgendwie. Ja, das ist... Nee, die ist aus Ixalan. Ah, Ixalan ist das mit den Dinos. Nee, Ikoria sind Bestien, aber Ixalan, weil sie kommt mir sehr Maya-lastig rüber. Okay. Ich müsste es nachschlagen, wo Huatli herkommt, aber ich meine, es ist Ixalan. Was kann sie? Kreaturen, die du kontrollierst, weisen Kampfschaden in Höhe ihrer Stärke, in Höhe ihrer Widerstandskraft anstatt ihrer Stärke zu. Das ist cool. Das ist, da kannst du echt mit vielen guten, dicken Dingern rauskommen und dann machen die genau das andersrum. Mhm. So, und du hältst so viele Lebenspunkte dazu, wie die höchste Widerstandskraft unter den Kreaturen, die du kontrollierst, beträgt. Das ist ihre -3-Fähigkeit als Loyalitätsmarker drauf. Das ist mal interessant. Kommen wir zur Rare. Sonnenglut. Jede Kreatur fügt sich selbst Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Beth? Warum? Warum macht das Boros? Aber jede Kreatur fügt sich selbst. Ey, das ist ja, das ist ein Boardwipe. Ach, das ist ein Boros Boardwipe, ja klar. Das ist ein Boros Boardwipe und wenn du noch so ein bisschen Lebensverknüpfung hast, dann wird das noch viel abstruser, was da passiert. Und du bestrafst deinen Gegner massiv dafür, dass er Todesberührung hat. Nochmal kurz zu der Biene. Maya. Maya. Du bestrafst, dass er Todesberührung hat. Das ist auch noch gut. Ein Skorpion, der sich selbst sticht. Ja, das ist dieser Skorpion, der quasi betrunken ist und so einen halben Zentimeter weiter nach hinten und sich quasi von oben selbst in den Kopf sticht. Aber normalerweise, oh, wir haben ein Vollland, aber normalerweise würden die sich ja nicht umbringen, aber trotzdem tun sie es, weil es ist so. Ja, weil es ist so. Es ist so. Oi. Ich glaube, wir haben gerade mal die Hälfte noch nicht mal Flavor, die Hälfte geschafft. Der Flavor von dem Boardwipe gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Ach so, die Kreatur führt sich selber... Junge, der überleg Flavor mal, wie... Also, hast du den gelesen, den Flavor? Soll ich ihn nochmal kurz vorlesen? Lese ihn nochmal vor. Die Hauptwaffe besteht aus nichts anderem als Licht. Es zeigt ihnen, was sie sind. Die Erkenntnis setzt sie in Flammen. Das ist großartig. Überleg mal, was du damit im Commander, wie viele garstige Commander du hast, die sich selber damit so dermaßen kaputt machen. Eieieiei. Oder Infekt. Überleg mal, wie nervig das ist. Sich selbst infekten. Dann infekten die sich selber. Und dann hat die vielleicht 5 Widerstand und nur 3 Stärke. Dann ist das auf einmal nur noch so eine 2-2. Das kriegt sie ja auch nicht mehr weg. Guck mal, wir haben hier den Raufbold, die Katze, den Kronch. Den Kronch endlich wieder. Dann einen trutzigen Schlag, den hatten wir auch schon. Die Eingebung von Tamio. Dann haben wir wieder eine Zombie-Bestie in diesem geilen Armor-Artwork. Oh, wir haben die Zielsicherheit. Enttappe eine Kreatur der Wahl. Sie erhält +1/+4 und Reichweite bis Ende des Zuges. Heißt, für 2 Mana. Sie wird zu einer Spinne. Sie wird zu einer Spinne. Nein, sie kriegt einen Bogen zugeworfen. Menschen kriegen Bogen zugeworfen. Aber schön wäre es, so ein Ding so, oh, ich werde zu einer Spinne. Tatsächlich, das gibt's. Boah, das war in Forgotten Realms tatsächlich. Da gab's die, wo du irgendwie Augen hattest und dann hatte tatsächlich die Kreatur auf einmal Reichweite, ja. Okay, cool. Weil die dann halt so Spinnenaugen bekommen haben. Guck mal, ein Zombie-Minotaurus-Krieger. Für 3 Mana. In Rot. Kann der irgendwas cool? Ja, solange es dein Zug ist, hat der Eindringen des Ahn-Saat Erstschlag und für 1 Mana opfere eine andere Kreatur. Der Eindringling erhält +1/+0 bis zum Ende des Zuges und ist eine 2-2er. Kann man mitarbeiten. Das ist gefühlt der Minotaurus, den wir haben seit lange. Und das ist ein Tribe, den ich sehr, sehr mag. Ich muss mich damit mal wieder beschäftigen, auf jeden Fall. Weil ich habe damals Minotauren selber gespielt. Teros erster Block, Minotauren. Ja, ich verstehe es, ja. Aber da habe ich ein paar Gesetzesruhen-Vollstrecker für dich. Oh, ja, die tappen das nämlich wieder. Für 1 Mana. Mhm. Weil? Das ist das Gesetz. Ich ja, das ist das schon. Gesetz. That's the law. That's the law.
Und hier haben wir wieder einen der Triumphe und diesmal von Gideon. Und zwar ein Gegner deiner Wahl opfert eine Kreatur, die in diesem Zug als Angreifer oder Blocker deklariert wurde. Und falls du einen Gideon Planeswalker kontrollierst, opfert jener Spieler stattdessen zwei. Und da fragt mich nochmal jemand, warum Leute Gideon nicht leiden können. Besonders eine Sack-Mechanik in weiß. Ey, Junge, ja. Du opferst. Was? Moment, stopp. Ja. Du bist weiß. Im Angriff. Im Angriff als Spontanzauber. Ja, genau. Der verewigte Antreiber. Guck mal, ein Zombie-Sklaventreiber. Der kommt getappt ins Spiel, kostet 2 Mana. Ne, ist schwarz. Und immer wenn der verewigte Angreifer angreift, kannst du nochmal 2 normale und normales schwarzes Mana bezahlen. Und falls du dies tust, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Naja, so ähnlich. So viel gut finde ich das nicht. Kein Fan. Nee, ich auch nicht. Nee. Und wir haben Kaya, Verdammnis der Toten. Also wir haben bald echt alle Planeswalker. Ich habe noch keinen Planeswalker doppelt gehabt. Toi, toi, toi. Also, bis auf den einen Teferi, ja. Aber hier aus dem Draw. Deine Gegner und bleibende Karten mit Fluchsicherheit, die deine Gegner kontrollieren können, heute Deutsch vorlesen, können das Ziel von Zaubersprüchen und Fähigkeiten sein, die du kontrollierst, als ob sie keine Fluchsicherheit hätten. Das ist im Commander echt fies, weil das öffnet nur in eine Richtung die Sache und von ich mach ihn kaputt, ihr nicht mehr. Das ist dieser Effekt, den gab's auch mal in, war das in Zendikar oder so, wo der zurückkam? Das ist diese Linse, wo Fluchsicherheit quasi aufgehoben wurde. Das war aber damals ein Artefakt. Oh, das weiß ich nicht. Ja. Also Ingo, ne? Ich glaube, der Nietzsche will sagen, Junge, du hast ein ganz großes Trauma. So ein Gideon-Trauma. Aber guck mal, die Damen und Herren, wir haben wieder das Massaker. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. War zufällig Nietzsche an diesem Gideon-Trauma beteiligt? Niemand hat jemals gegen 4 verschiedene Gideons gleichzeitig auf dem Board gekämpft. Niemals. Niemand. Niemals. Niemand hat mal ein Gideon-Tribal-Deck gebaut, wie es aussieht. Das so, ist jetzt so ein typischer CSI-Disclaimer, so die folgenden Ereignisse sind frei erfunden. Oder die folgenden Ereignisse trafen sich zu gestriger Stunde um 12 Uhr zu. Das ist so der Aktenzeichen XY-Plot dann so. Also ich muss jetzt immer mal wieder riechen. Boah, das riecht sehr, 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 sehr künstlich. Sehr künstlich, meinst du, sind Artefakte? Da sind Artefakte drin. Gut. Es wäre jetzt cool, wenn jetzt oben direkt ein Artefakt gewesen ist. Nee, was haben wir denn da? Wir haben den Stutzkreicher. Schwarz, fliegend. Und für einen Mana noch zusätzlich, der Sturzkreicher erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Hä? Okay. Das ist eine 2-1 für 2. Ja. Für 3. Nee, und 4, wenn er Eile hat. Aber nur einmal machst du das. Ist er wenigstens, aber er ist ein Zombie, ne? Er ist ein Zombie. Er ist ein Zombie-Vogelkrieger. Er ist 3 Sachen. Ja. Yeah. Feurige Prophetin hatten wir schon. Abtrünnigen Vernichtung. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Es sei denn, sein Beherrscher bezahlt 2 Mana für 4 Mana. Das Artwork ist auch ein bisschen cringy. Ja. Es tut mir leid. Wurdest du schon mal von dem Zombie von hinten genommen? Das geht dich überhaupt nichts an. So. Ja, Ashiok haben wir jetzt auch schon. Dann Vrakas. Arlens Wolf. Ah ja, wir haben echt von vielen Planeswalker echt so ein paar kleine Familiare. Genau. So. Ne, Arlens Wolf. Kann von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Ja. Dann wieder ein Eingeweihter. Die Beförderung im Kampf.
Tibalds Wüterich. Ein Wüterich? Hallo. Ein Teufel. Und wenn er stirbt, fügt er einem Ziel dann aber einen Schadenspunkt zu. Nein! Dieser eine Schadenspunkt. Ja, es ist halt so eine Devil-Mechanik, ne? Ja, klar. Dieser. Aber er hat dann auch noch diesen kleinen Vorteil für ein rotes und normales plus 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Kommt dafür aber auch für 2 Mana, also für ein rotes und ein normales ins Spiel. Nicht schlecht. Nee, ja. Der Preis des Verrats. Wieder ein Schlüsselmoment. Besonders, da steht Schlüsselmoment Akt 3. Oh Mann, wie viele Akte gab's? Oh Gott. Habe ich mir gar nicht angeguckt, was wir für Schlüsselkarten alles haben. Ein Mana, entferne bis zu 5 Marken von einem Artefakt, einer Kreatur oder einem Planeswalker oder einem Gegner deiner Wahl. Wow. Das ist echt ein Planeswalker Destroy für ein Mana. Machen wir mal alle Marken weg. Fertig aus Mickey Mouse. Hm. Wow. Und wir haben Tibald. Der saloppe Aufhetzer. Deine Gegner können keine Lebenspunkte dazu erhalten. Puh, das tut weh. Das ist so eine typische Devil-Mechanik, ne? Ja, ja. Und genau das macht er, nämlich seine minus 2 ist ein roten Teufel Kreaturenspielstein erzeugen, der genau sagt, wenn der Teufel stirbt, einen Schadenspunkt an du zufügen kannst einem Gegner. Mhm. Wie Yoda sprechen, Entschuldigung, ein Ziel deiner Wahl, du kannst. Ein Ziel deiner Wahl, du kannst einen Schadenpunkt dazu. Oh! Ui! Fast schon synchron, aber krass. Die Bolas-Zitadelle. Nice. Sweet. Die ist halt immer noch einfach wirklich gut. Oh ja, oh yeah. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Du kannst die oberste Karte deiner Bibliothek spielen. Falls du auf diese Weise einen Zauberspruch wirkst, bezahle Lebenspunkte in Höhe seiner umgewandelten Mana-Kosten, anstatt seine Mana-Kosten zu bezahlen. Und was kannst du noch tun? Du kannst die Karte hier, das Artefakt, tappen. Opfere 10 bleibende Nichtlandkarten. Jeder Gegner verliert 10 Lebenspunkte. Alter! Au! 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 Ja. Au! Au! Ja. Ich möchte Antworten von dir. Das ist eine von den Karten, die beantwortet werden möchte. Sonst geht das ganz, ganz schnell. Und das ist keine Mythic. Mm-mm. Das ist krass. Na, wir haben das Herzfeuer in Vollmer bekommen jetzt. Das Herzfeuer. Das Hedgefeuer. Das Hedgefeuer. Jawohl. Jetzt hätte ich mich nicht. Aber du musst schneller sein. Ach, die habt ihr als Promo ja bekommen. Stimmt ja. Von unserem Partner, Fantasy Stronghold. Hier. Ja, richtig. Da könnt ihr es sehen. Mann, ich zeig jetzt mal richtig sogar. Das ist interessant. Ja. Da. Links, rechts, oben, unten. Links, rechts. Oh, alle Spiegel verkehrt. Ja. Boah. So, wir haben Nahiris Steinklingen. Ja, die hatten wir, glaube ich, eben schon mal. Bis zu zwei Kreaturen deiner Wahl erhalten. Plus 2, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Für 2 Mana, 2 Kreaturen. Auch nicht schlecht. Der Prismid, der geht mit. Gepanzerter Krovot. Ein Wehrschuppen-Krokodil. Das ist cool. Das ist cool. Es ist fluchsicher. Und es ist eine 5-3er für 5 Mana. Das ist absolut... Moment, was sagt der Flavortext? Die Verewigten mussten Amon Cats 5 Prüfungen überstehen. Schauen wir mal, ob sie auch Ravnica überstehen können. Herrlich. Ja. So, wieder eine Naga-Verewigte. Dann den Lazotep Behemoth. Den habe ich jetzt schon mal wieder. Und, ohne, ey, ist das nicht so? Die kommen immer aufeinander, die beiden. Mhm. Ach, der Zyklop mal wieder. Der trutzige Schlag. Die Eingebung. Oh, eine Einfallszone, ein Land. Das ist so wie ein Warpgate. Ich glaube, ich wette, die Karte, ohne Quatsch, die Karte wird es als Reprint in dem Warhammer 40k geben. So als Dropzone. Ja. In den Commander-Ding.
100% wird das ein Reprint geben. Ich bin sowieso gespannt, was sie haben möchten. Also dazu kleiner Disclaimer, ich bin neben Magic ein riesen 40k-Nerd. Also schlimm. Und ich bin gespannt, welche Tribes bzw. Fraktionen sie sich raussuchen. Ja, aber wo wir das gerade haben mit 40k, bin ich ja tatsächlich auch immer mal wieder. Ne? Ich habe auch noch meine Figur, meine alten Grey Knights, glaube ich, aus der dritten Generation. Also dritte Edition. Ja, ich weiß. I love my Grey Knights. Und jetzt kommt's ja. Jetzt kommt ja Anfang Mai kommt ja Chaos Gate wieder raus. Sozusagen Chaos Gate 2, in Anführungszeichen, das Spiel. Aber mit Fokus auf Grey Knights und halt XCOM-Mechanik. Mhm. Was sagst du? Ja, also ich persönlich bin jetzt kein Freund des Imperiums an sich. Das ist einfach nicht mein Flavor. All the stuff and Magnus did nothing wrong. Mehr brauche ich dazu an der Stelle nicht zu sagen. Ich spiele seit sehr, sehr langer Zeit Thousand Suns und Okay, ja. Es ist auch tatsächlich eine der wenigen, nebenbei, ich sag gerade nichts zu den Karten, weil wir die halt schon mal hatten. Oh nein, da ist sie. Das wow. Darf nicht wahr sein. Talking Alter. About value. Ja, Alter. Hab ich heute nachgeguckt. Herzlichen Glückwunsch, das sind straight 40 Euro, ne? Ja, Alter, schon wieder. Das sind jetzt 80. Ich hab die zweimal. Ich hab doch die eben schon ist gesagt. Super. Das Alter. Ist eins. Ja, dann guck, dass dir ein komischer Aschjock oder so, die nicht kaputt macht. Alter Verwalter. Nice. Ey, ohne Quatsch, wenn es die gleich nochmal droppt. Ohne Quatsch, geil. Richtig geil. Ja, das ist auf jeden Fall, da hast du den Value. Von besonders, da habe ich schon, ja, genau, das ist der Value leider von dem Set. Mal gucken, was es noch an Value gibt, aber danach geht's mir manchmal auch nicht, aber mal gucken. I smell heresy. Waren für mich auch echt. Pass auf, Saya hat's verpasst. Ich leg's nochmal rein. Das ist Value. Finale der Vernichtung. Das ist Value. Erklär's nochmal kurz. Dass die Value ist? Nein. Erklär's nochmal, was sie macht und dann können wir. Ach so, durchsuche deine Bibliothek und oder deinen Friedhof nach einer Kreaturenkarte mit umgewandelten Mana-Kosten von X. Ne, man zahlt ja oben X Mana-Kosten und zwei Brokkoli. Entschuldigung, zwei Wälder. Ich habe das von Nietzsche angewöhnt. So. Und falls du auf diese Weise deine Bibliothek durchsuchst, mische sie danach. Falls X gleich 10 oder mehr ist, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, X plus X. X, ja, plus X plus X und eile bis zum Ende des Zuges. Da kannst du einfach mal ganz viele Kreaturen spawnen. Oder die haben Eile und X plus X, also es ist so ein. Ja, also das ist normalerweise der klassische grüne Finisher in wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und heute Morgen geguckt, bei Magic-Kartenmarkt sind ungefähr 40 Euro. Ja, weißt du jetzt, wo du sie abkaufen kannst? Habe ich keinen Bedarf dafür. Also wenn ich finde die zu groß für das, was ich damit machen möchte. Meine grünen Tutoren sind eher der Green Sun Senate oder Court of Calling. Ja, ich verstehe, was du meinst. Du denkst ja echt, so eine Value-Karte, wer kauft die Dinger? Aber es wird ja irgendwie dann doch gekauft. Es gibt sicherlich so High-Value-grüne Tribes, die haben wollen, aber ich mit meiner 1+1-Mechanik in meinem Deck, Du hast ein Problem, X plus X Karten zu tutoren, beziehungsweise in grün, wenn du sie anfängst zu tutoren, dann gleich aufs Feld zu bringen. Und deswegen gehst du dann eher über Fauna-Schamanen. Ja. Zum Beispiel. Ja. So, wir haben den Torplatz. Wir haben endlich mal ein alternatives Land. Ui. Mal hier liegen. Der Torplatz kommt getappt ins Spiel und wenn der Torplatz ins Spiel kommt, opfere ihn, es sei denn, du zahlst einen Mana. Erzeuge aber, wenn du ihn tappst, einen Mana einer beliebigen Farbe. Dafür, dass du halt einmal Mana bezahlen musst, um halt
kann man machen. So, die das Bataillon ja. hatten wir schon. Den gänzlich verlauten hatten wir schon. Mut in der Not. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Lege eine +1/+1 Mark auf eine Kreatur in der Wahl und führe dann Wucherung durch. Yippie. Ein urzeitlicher Wurm. Ach, die Würmer. Boah, ich glaube, das ist ein Reprint. Das ist doch ein Reprint aus der 8.9. Edition. Oder sogar aus der 7. Also der ist ja immer dabei irgendwo mal zwischendurch. Irgendwo hast du Würmer in allen möglichen Flavoren. Die Mana-Geode, das ist ein cooles Artwork. Wenn sie ins Spiel kommt, wende Hellsicht 1 an, erzeuge Mana einer beliebigen Farbe für 3. Boah, welches andere Artefakt? Macht Hellsicht und Mana? Ja, genau. Ich meine, es gibt noch eins und kostet auch so viel. Oder sogar weniger. Der Zauberverschlinger. Seltsamkeit. Kreatur, Seltsamkeit. Es gibt Seltsamkeitskreaturen. Immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, lege eine +1/+1 Marke auf den Zauberverschlinger Seltsamkeit. Tada. Dann haben wir noch Teios Lichtschild. Und wenn der ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, für 3 Mana und ist eine 0-3er. Die geheime Mission hatten wir auch schon. Herold der Schreckenshorde, ein Zombie-Krieger. Wenn der nämlich ins Spiel kommt, macht er nichts, aber wenn er stirbt, wende Aufmarsch 2 an. Für 4 Mana, 3 Zweier und dann Aufmarsch 2. Mhm. Ja. Invasion der Stadt, Izzet. Wende Aufmarsch, ja, das ist jetzt interessant. 3 Mana, ne? Ein normales, ein blaues, ein rotes. Und wende Aufmarsch X an, wobei X gleich der Anzahl an Spontanen und Hexenkarten in deinem Friedhof ist. Das ist für Izzet echt ungewöhnlich. Ja. Also ja, mit spontanen Zaubern und Hexereien, aber letzten Endes diesen Aufmarsch-Effekt. Ja klar, das liegt am Set, weil das sind die Bolas-Farben teilweise auch. Ja, aber möchtest du wirklich das in Izzet rein? Also ich verstehe, was sie damit machen wollten. Und rein theoretisch von dem, was sie haben, das ist auch gar nicht so schlecht. Aber möchtest du... Also im Constructed sehe ich es auf jeden Fall nicht. Ich sehe nicht, dass du quasi schwarz-rot-blau, also schwarz-blau-Zombies mit Rot-Splash, um die zu spielen. Ja, aber du siehst halt, dass wir jetzt sehr viele rote Zombies hatten. Wir hatten blaue Zombies und wir hatten schwarze Zombies. Mhm. Ja, aber... Weißt du, jetzt, das möchte Hexereien und Spontanzauber, das heißt, dann machst du halt mehr in den Izzet-Farben, machst du halt mehr Spontanzauber, direkt Schaden und so weiter, aber dann hast du nicht so viel, um dein Battalion zu unterstützen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Es ist irgendwie so, es passt irgendwie auch vom Gefühl her nicht. Warum auch immer. Aber guck dir mal der Bund der Wiederbelebung an. Na, wer hat sich hier zusammengeschlossen? Das ist der Bund zweier Gilden. Das ist Celestia und Rakdos? Nee. Pass auf, ich lese dir mal den Effekt vor, dann wirst du es hinkriegen. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Sie erhält Eile bis zum nächsten Zug. Also die linke Dame sieht auf jeden Fall so Richtung, sieht Rakdos-mäßig aus und rechts, keine Ahnung, erhelle mich mit deinem Wissen. Ich glaube, es ist cool. Glaubst du, es ist cool? Es ist die Gruul-Kombination. Es kann nicht Simic sein und es kann nicht Celestia sein, es ist Gruul. Ah, dass es dann, dass es Rakdos Gruul ist, ja. Wegen Eile. Ja. Ja. Da ist die gute, ne? Da ist sie nochmal, die Nahiri. Schön, dass wir sie nochmal sehen. Und das ist jetzt mal die erste Doppelung, die wir haben mit dem Planeswalker. Nee, ja. Das ist die zweite, Entschuldigung. So, der Rollentausch. Willst du weitermachen, Inko? Das ist Rollentausch. Das musst du weiter streamen. Ja, ausnahmsweise mal nicht. Nicht heute, okay? Aber interessant, ne? Izzet Farben und für 3 Mana tauscht die Kontrolle über 2 bleibende Karten deiner Wahl, die einen Typ bleibender Karten gemeinsam haben.
Oh, okay, oh, okay. Ich kann Menschen mit einem Mensch tauschen, verstehe. Ja. Oh. Das ist so ein bisschen Brainfuck leider. Nein, da sehe ich nicht mal das große Potenzial. Da tausche ich einen von meinen 5 Millionen Wäldern mit deiner einzigen Ebene. Ja! Stimmt, bleibende Karten deiner Wahl, die einen Typ bleibender Karten gemeinsam haben. Mhm. Land, ja. Da tausche ich mein Guffel-Enchantment, meine harten Scales gegen deine Bolas-Zitadelle. Ja, sehr gut. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Sehr gut. Doch, damit kannst du sehr viel Quatsch anstellen. Die gefällt mir. Damit machst du richtig Quatsch. Oh, so. Schauen wir mal. Also, wir haben Samuts Lauf. Hatten wir schon mal. Den Prismit, der ist immer dabei. Die Streuner, die verschenke ich irgendwann. Der Konch-Treiber. Das Pyrohelix von der Chandra. Taios Lichtschild, gerade eben. Umstrittener Plan. Ach ja, das ist der umstrittene Plan war auch so eine Sache. Führe Wucherung durch. Wie überraschend. Wucherung. Nice. I see what you did there. Ist das einfach nur führe Wucherung durch? Nein, es ist auch noch zieh eine Karte. Okay. Wucherung und zieh eine Karte, bei Blau. Also bei, ja. bei dem Aufmarsch-Thema, ne? Hier in Kombination mit Aufmarsch, macht das Sinn. Aber mir fällt keine. Ja, doch, Simic macht noch Sinn. Ja, Simic möchte das haben. Ich glaube, ja. Wir haben aber fast bessere Card-Draws mit Wucherung drin. Wobei, rein theoretisch kannst du es schon spielen. Ich meine, wir spielen auch Tetzereths Gambit und so weiter. Also ja. 2 Leben plus 2 Mana so. Für 2 Karten und Wuchern. Also. Herold hatten wir, die Landung hatten wir, die Seltsamkeit hatten wir eben schon. Mhm. Den Totenspross, den hatten wir auch schon sehr gut. Also, ja. Ne, schon. Guck mal, der Hohn des Tyrannen. Hohn! Endymir. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger. Oder bringe eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück für 2 Mana. So ein kleiner Destroy. Ja. Für 2 Mana. Ja, cool. Ja, oder ich bounce dir einfach auf die Hand. Ja. Ja. Dicke Kreaturen wegbouncen, kleine Kreaturen zerstören. Ja. Was haben wir denn da Schönes? Die Blitzableitung. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken 3 weniger. Der kostet nämlich 3 und ein rotes. Mhm. Falls du eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrollierst, das ist nicht unüblich für zum Beispiel Gruul. Ändere das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit deiner Wahl, der bzw. die nur ein einzelnes Ziel hat. Das ist Schand. Das ist eine Veränderung, das ist ein anderes. Ja. Das ist ein billigerer Schand. Ja. Jetzt lass mich kurz überlegen: die Stärke 4 oder mehr Kontrolle. Das ist. Jetzt lasst mich euch kein Käse erzählen, aber das müsste die Mardu-Mechanik sein aus Tarkir, Stärke 4 oder mehr. Das ist Ferocious. Ah, das ist mal interessant. Ja, so alt. Gebt das alles, was ihr habt, und dann noch ein bisschen mehr von Raal. Oh, und da ist er. Weißt du, es kommt eine neue Flavor-Karte und dann kommt er. Aber das ist der Silberne oder ist der. Nee. Nee, das ist der Goldene. Der Rare. Das ist der Goldene. Wie? Ja. Der Goldene Power Ranger. Der Goldene Power Ranger. Also, das ist Raal, der Meister der Stürme mit 2 normalen Mana und einmal Rot und Blau. Und immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst, fügt Raal, Meister der Stürme, einem Gegner oder Planeswalker deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Seine plus 2 ist Hellsicht 1 anwenden, seine minus 2 ist, wenn du in diesem Zug deinen nächsten Spontanzauber oder deine nächste Hexerei wirkst, kopiere ihn. Kopiere jenen Zauberspruch. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Das ist cool. Mhm. Ich weiß, warum Nietzsche den in seinem Izzet-Deck hat. Das ist richtig gut.
Der Blitz dingst alles um sich herum. Der fängt an, irgendwann mal einfach alles mit Blitzen zu bewerfen, ja, um sich herum. Und Feuerball und Explosion. Feuerball, Junge! Cool. Ja, Feuerball, Junge. Ja, Don, damit hast nicht nur du eine Infinity-Combo mal gehabt. Damit hat auch schon der liebe Nietzsche auch eine Infinity-Combo gehabt und gebaut. Und die haben wir schon mehrmals gesehen. Ja. So, wir haben das Torplatz. Wir haben den Manticore. Den Manticore. Die Runenwand, die war jetzt aber selten dabei. Obwohl ja, ich so gesagt die ist sehr, sehr selten. Echt? Obwohl die so ein Common ist? Kaias Geisterform. Verzaubert eine Kreatur oder einen Planeswalker, die du bla 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 kontrollierst. Ein Mana, schwarz. Und wenn die verzauberte bleibende Karte stirbt oder ins Exil geschickt wird, bringe sie unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Das geht. Da ist die Mana-Geode wieder. Mhm. Der Kriegskreischer, der im Draft ziemlich gut ist. Die ruchlose Zurückweisung. Den Lazotep-Plünderer. Die Zielsicherheit. Den Spinnensinn aktivieren. Mit Bögen. Mit Bögen. Mit Bögen. Das Demolieren. Also komm, der Joke ist doch echt gut. Flux-Kanalisatoren. Es ist kein Fluxkompensator, es ist eine Kanalisatorin. Immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, führe Wucherung durch. Sie ist eine Kreatur, ne? Für 3 Mana. Das heißt, immer wenn du spontan Zauber spielst, einmal wuchern. Wuchern, 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 wuchern. Immer wenn du Nicht-Kreatur und. Warte, wenn du Nicht-Kreaturen. Die zusammen mit Phantom Mage. Ist übel. Mit einem Phantom Mage und einem vielleicht mit einem Gilderbrain. Ich weiß noch nicht, ob das reicht, dass die Infinite geht. Aber rein theoretisch, wenn du eine Karte spielst, buchert sie. Sobald eine 1+1 Marke auf dem Phantom Mage, ziehst du eine Karte. Ja, müsste man ein bisschen rumspielen. Aber die ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, und jetzt kommt der Chaos-Teufel. Immer wenn ein Spieler eine bleibende Karte opfert, fügt der Chaos-Teufel einem Ziel deiner Wahl Schadenspunkte zu. Der ist ja so ekelhaft gut. Ja. Und ich mag das Artwork. Das Artwork ist geil. Das Artwork ist großartig, auf jeden Fall. Und wir haben Theo. Und der Theo sagt, du hast Fluchsicherheit, nämlich du als Spieler. Mhm. Und außerdem ein Bananenbrot. Theo, wir fahren nach Lodge. Ja. Und was kann der gute Theo? Der Theo kann einen 0-3 weißen Magier-Kreaturspielstein mit Verteidiger spielen. Ich glaube, der ist bevor er, der ist aus Strixhaven und bevor er schon, wie heißt es, schon bevor er, ja, ich weiß es nicht mehr, bevor Strixhaven da war. Aber guck mal, wir haben unsere Rare und das ist ein Berater. Tomic, angesehener Advokist. Fliegend. Länder im Spiel und Länderkarten in Friedhöfen können nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein, die deine Gegner kontrollieren. Deine Gegner können keine Länderkarten aus Friedhöfen spielen. Für 2 Mana. Mit 2 Mana. Ah, furchtbar. Das ist dieser typische Blau-Weiß-Azorius, ich mache mich bei jedem unbeliebt Commander-Type so. Das ist dieses Kind so von wegen so, ich habe nicht das schönste Spielzeug, aber ich habe hier ein bisschen Spielzeug und ich mache jetzt auch die Regeln. I am the law. Ja, Azorius halt. Azorius. Oh, guck mal, Sarkans Ausbruch. Mit Sarkan sogar drauf. Sarkans Ausbruch. Jetzt wäre es interessant, das ist nämlich den roten Planeswalker, den ich gerne noch sehen würde. Ich würde den auch noch gern sehen. Also wir haben schon echt gute Planeswalker gesehen. Aber auch schlechte. 5 Mana. Mhm. Ja. Fügt einem Spieler oder einem Ziel, einem Planeswalker 5 Schadenspunkte zu. Ja. Ja. Straightforward. Ja? Was haben wir denn da im Chat gerade? Ding ist, dass Arena gespoilert hat. Bla bla bla. Ciao, Don. Vielen Dank, dass du dabei warst. Winke, winke. Mach's gut. Danke fürs dabei sein. Was schreibt da Kato? Kato schreibt gerade, dass Arena gespoilert hat, welcher Planeswalker in Cities of New Capenna ist. Welcher ist es denn?
Lass uns nicht dumm sterben. Bitte nicht. So. Gerne, bis zum nächsten Mal. Natürlich, du bist herzlich eingeladen, immer Don. So, wir haben denn die Stadt, die Statue stürzen. Tappe eine bleibende Karte deiner Wahl. Falls sie ein Artefakt ist, zerstöre sie. Und ziehe eine Karte. Aber jetzt, Kato, komm, hau raus. Was is it? Welcher Planeswalker soll drin sein? Vermutlich ist es durch ein Cover oder so gespoilert worden. Aber da müssen noch ein paar neue Planeswalker mal rein. Nicht nur Bekannte. So, was haben wir hier? Hilfe den Gefallenen. Es ist der Dämonologe, der Arena Only ist. Ach so. Pff. Dann wird er auch nur Arena Only sein. Dann ist es egal. Echt. Da können die weit weg von mir bleiben. So, bestimme eines oder beides. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Bringe eine Planeswalker-Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof deiner Hand zurück. Das ist gut, mit Planeswalker zurückbringen. Ja, dadurch, dass du die in Schwarz ja auch teilweise mit zacken kannst, irgendwo mit rein, ist es gut, sie auf jeden Fall wiederzuholen. So, Preis der Invasion hatten wir auch schon. Hatten wir der gute Goblin. Neuformung, Simic. Mit Tentakeln. Sind das Schnecken im Hintergrund? Ich glaube, das sind Schnecken. Oder alles. Jellyfish. Ah, Jellyfish, also, ja. Opfer eine Kreatur als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit umgewandelten Mana-Kosten von 1 plus den umgewandelten Mana-Kosten der geopferten Kreatur und bringe sie mit einer zusätzlichen +1/+1 Marke ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Oh ja. Wenn du genau weißt, was bei dir drin ist. Oh, guck mal, da ist Gräueldroll wieder. Ja. Dovin, Hand der Kontrolle. Artefaktzauber, Spontanzauber und Hexereien, die deine Gegner wirken, kosten beim Wirken 1 mehr. Und -1, verhindere bis zu deinem nächsten Zug allen Schaden, der einer bleibenden Karte deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, zugefügt und von ihr zugefügt wurde. Nee. Nee. Sorry, weiß-blau ist einfach. Der Essenzbofen von Vivian ist aber gut. Das ist ein richtig gutes Artefakt. 2 zahlst du dafür und tappe, also ich zahle X und tappe, wirf eine Karte ab. Schaue dir die obersten X-Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturenkarte mit umgewandelten Mana-Kosten von X oder weniger ins Spiel bringen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Okay. Packt mich jetzt vom Flavor her nicht so, weil es ist ein Bogen. Also die Mechanik ist gut auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst, Flavor. Der Bogen, ne? Ja. Wenn man sich an Nissas Bogen erinnert oder so, der macht doch ein bisschen was anderes. Der macht dann ein bisschen was anderes. So. Aber anscheinend gut. Tut das gut? Die lädt anscheinend ihren Bogen mit Kreaturen. Gewalt und diese, ich bin mal gespannt, welcher Planeswalker jetzt Vivian im... Wir werden gleich die liebe Zarya triggern. Wir haben Zorans Durst. Weiß gar nicht, ist Zoran in diesem Set auch drin? Stimmt. Zorans Durst fügt einer Kreatur deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu und du erhältst 2 Schadenspunkte dazu. Was? Hä? Lebenspunkte? Ja, Schadenspunkte, Lebenspunkte. Zwei schwarzes Mana, ist nicht schlecht. Da hat man Durst. Vormarsch, Feldwebel, Lauf, Beförderung, die Rückweisung, den Behemoth, der Blütenhühne. Wieder, ohne Quatsch, die sind doch miteinander kombiniert. Ja. Also das ist das vierte Mal oder so, dass du die beiden quasi hintereinander ziehst. Vollstreckergreif. Ah, ein Ajanis Rudelmitglied. Wie war das noch? Katze? Naja, Katze? Katze? Katze. Katze, Bob. Immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, lege eine +1/+1 Marke auf Ajanis Rudelmitglied. Ist auch schon im 50. Reprint gefühlt, aber immer noch gut. Ja. Das Mehrvolk? Ja.
die Statue des Gottpharaos für 6 Mana. Zaubersprüche, die deine Gegner wirken, kosten beim Wirken 2 mehr. Zu Beginn deines Endsegments verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Oh, ist das ein Hassobjekt. Mhm. Jetzt überleg mal, du kriegst den mit der Bolas-Zitadelle oder so rein. Dann kostet er dich halt 6 Leben nebenher. Aber du machst im Commander quasi einfach deinen Plan weiter und auf einmal kostet alles 2 mehr. Alle so, fuck. Fuck. Und auf einmal hast du Board-Hate. Ja, Leben ist eine Ressource, richtig. So denken auch Phyrexianer. Hey, cool, wir haben Tamio. Oh, die grün-blaue Tamio. Super. Das war, bevor sie wurde. Aber sie kann nichts dafür. Ja. Ach, so. Zaubersprüche und Fähigkeiten, die dem Gegner, die deine Gegner kontrollieren, können nicht bewirken, dass du Karten abwirfst oder bleibende Karten opferst. Ja. Bestimme einen Nichtlandkartennamen und zeige dann die obersten 4 Karten deiner Bibliothek offen vor. Nimm davon alle Karten mit dem bestimmten Namen auf deine Hand und lege den Rest auf deinen Friedhof. Im Commander schwierig. Ja. Bringe eine Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Kannst du natürlich in Kombination mit Hellsicht kannst du es besser procken. Mhm. Aber ja, sie ist nicht die stärkste Planeswalkerin auf jeden Fall. Beziehungsweise Definitiv. Sie braucht ein sehr dedicated Deck. Aber ja. Auf der anderen Seite ist diese dieses Board von dir beschützen, das hilft ja schon. Also, das hilft ungemein. Das ist krass, wie stark dein Board dann geschützt ist. So, ich würde sagen, wir machen noch 2 Booster auf. Und dann machen wir da nochmal eine 2. Runde draus. Haben wir jetzt genau die Hälfte? Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte. Also so, mal kurz hier reingeguckt. Ne? Also trotzdem, da ist aber noch eine ganze Menge. Das du meinst richtig, nächsten Donnerstag? Ja, nächsten Donnerstag. Machen wir mal weiter. Das ist so die erste Hälfte. Können wir gerne machen. So, habe ich schon gesagt, machen wir nur noch 2 auf. Ich habe nicht gezählt, wie viele wir jetzt aufgemacht haben. Hätte ich mal besser. Wir haben einmal den Sturzkreicher wieder, den ich sehr fragwürdig finde immer noch. Die Gildenkugel. Ja. Die Prophetin. Die Streuner. Die Druidin. Huldigung. Oh, Bollwerk-Riesin. Die ist auch öfters mal reprinted worden. Wenn sie ins Spiel kommt, erhältst du 5 Lebenspunkte dazu. Eine 3-6er für 6 Mana. Mhm. Den umstrittenen Plan. Jupp. So. Dann die Funkenernte. Meine Lieblingsspinne. Ja, aus diesem Set. Und schon wieder. Der Dogo. Cooles Artwork. Legionärin des 10. Distrikts. Boros. Farben. Rot-Weiß. Eile. Und immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, der die Legionärin zur 10. als Ziel hat, lege eine +1/+1 Marke auf die Legionärin des 10. Distrikts und wende dann Hellsicht 1 an. Sweet. Die würde ich so richtig in ein Standard-Boros-Deck mehrmals, also Standard 4 reinhauen. Ja. Oh, wir haben Kiora, die Behemoth-Ruferin. Das ist doch was für dich, oder? Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Ja. Jetzt kommt's, sie hat 7 Loyalitätsmarken. -1, enttappe eine bleibende Karte deiner Wahl. Das heißt, du kannst damit Mana enttappen. Für den ich kann damit Mana-Artefakte enttappen. Ich kann damit das meine Contagion Agent. Contagion Agent? Ja. So, den Signalturm entzünden. Durchsuche deine Bibliothek. Sorry. Alter, was ist das denn? Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Planeswalker-Karten. Zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und misch dann deine Bibliothek. Ein Planeswalker-Tutor. Für 5 Mana. Kein Freund von. Ich weiß genau, was da kommt. Ich sehe Gideon oder auf einmal sind 2 Gideons auf der Hand. Ja. Und dann kommt dieses bescheuerte Emblem, solange du einen Gideon Planeswalker, wo nicht spezifiziert ist, welcher Gideon. Und es sind 5 verschiedene Gideons und du kannst das Spiel nicht verlieren, dein Gegner kann nicht gewinnen, während du einen Gideon Planeswalker kontrollierst. Weiße Kreaturen von dir haben Flugsicherheit, bekommen +5 auf ihren Sozialstatus und keine Ahnung, private Krankenversicherung. Pass auf, genau, und sie werden zu Gideon.
Und sie werden zu Gideon. Alle Karten, die nicht Gideon sind, werden zu Gideon. Alle Karten, die nicht zu Gideon sind, werden zu Gideon. Saya, ja, also will was von dir. Was? Oh, das kannst du so jetzt nicht sagen. Sie schimpft mit dir. Um so böse Dinge zu sagen. Ja, da ist. Oh, da habe ich ein Trauma entfesselt. Das tut mir leid. Das wollte ich so jetzt nicht. So. Der letzte für heute. Der letzte. The last one. Nicht the last unicorn. And the last booster here. Als er reiß. Nach müde kommt doof. Mhm. Oh, wir machen damit weiter, wo wir eben im Booster angefangen haben. Oh, schön. Der ist schon wieder. Das gleiche Booster nochmal. Ja, das wär's. Irgendwie schon. Mit fragwürdigen Konsequenzen. Ja, von hinten. Faulender Penis ist kein Penis. Tut mir leid. Das ist ein Fungus, was? Ja. Ein verewigter Aviator, den hatten wir auch schon. Dann haben wir die Dämmerhüllenagentin. Die neuen Horizonte haben wir immer mal wieder. Ja. Da grüßt die Jaja. Den dann schwellenden Mob. Jetzt wird's interessant. Die Elite-Wachtmagierin. Fliegend. Und wenn die Elite-Wachtmagierin ins Spiel kommt, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu und ziehst eine Karte. Für 4 Mana eine 2-3er. Fliegend. Und 3 Lebenspunkte und Card Draw. Das ist sogar auch ein Reprint aus Return to Ravnica. Gut, dass da ein paar Ravnica-Leute auch reinkommen, ist irgendwie klar. Ja, so wie die Boros-Elite auf jeden Fall. Genau. Die Elite der 10. Legion. Neue Idee für den Kanalpunkt. Öffnet denselben Booster nochmal. Ja, genau, wir packen den dann wieder zusammen, legen ihn beiseite, öffnet denselben Booster. Yay! Ja. Aber die Paradiesdruidin, die ist gut. Und zwar 2 Mana, ein grünes und ein normales. Sie hat Fluchsicherheit, solange sie ungetappt ist, und erzeuge ein Mana mit einer beliebigen Farbe. Wenn du mal überlegst, dass solche. Ja. Ne, ja. Solche Mana-Generator immer das Ziel von irgendwas sind. Klar, sie muss getappt werden, aber es gibt auch Mechaniken, wie man sie wieder enttappen kann. Ja, zum einen das, zum anderen macht sie halt so ein bisschen, sie macht das sehr seltene, dass sie Mana einer beliebigen Farbe macht. Das heißt, sie colorfixt dich. Sie rampt dich nicht nur, sondern sie colorfixt dich. Ja. Und das ist gut. Wie dann haben wir die Statue. Paradise. Ja, dann haben wir die, genau, wie die Birds of Paradise. Die sind nochmal einen Tick besser tatsächlich. Die sind, glaube ich, ja, aber die beschützen sich dann nicht selber, ne? Ja. Aber wir haben die Statue des Gottpharaos mal wieder. Oh, wir haben Tamio nochmal. Ja gut, Saya, jetzt kannst du es. Ich gebe sie dir gerne. Wir tauschen. Ne, wir haben sie jetzt 2-mal. Wir tauschen. Ich sag dir doch, mach denselben Booster nochmal auf. Mach denselben Booster nochmal auf. Ein Zombie mit Wachsamkeit. Ein Zombie mit Wachsamkeit, ja, das sind die Zombie-Krieger. Das ist unfassbar. Ich glaube, wir sind langsam Zombies mit Wachsamkeit. Ich glaube auch. Boah. Besonders, ich habe noch gar nichts richtig gefuttert. Das muss ich noch nachholen. Brokkoli-Funz, Mana-Ramp, Pfui. Hust, Hust. So, meine lieben Freunde, das war's für heute. Ingo, magst du mal schauen, ist irgendeiner von unseren Guys online? Von unserer Community? Das ist eine gute Frage. Schau mal gerade parallel. Mal gucken, weil ich guck weiß jetzt gerade nicht. Also die Hanna ist online, aber der Phil ist online. Und der spielt auch gerade Magic, deswegen würde ich dann rübergeben an den Phil. Jo, das sollten wir... Das sollten wir versuchen. Huch, mein Gott, was ist denn hier passiert? Ja. Abdocken. Oh. So, und dann bedanke ich mich fürs Dasein dürfen. Und natürlich. Dann sehen wir uns eventuell... Donnerstag schon wieder. Vielleicht. Nächsten Donnerstag sehen wir uns schon nächsten wieder. Nächsten Donnerstag, natürlich. Ui. Weil, ne, na dann. Also, du warst jetzt so ein guter Co-Moderator. Wenn du das so sagst, dann freut mich das natürlich. Und dann sehen wir uns anscheinend am nächsten Donnerstag. Natürlich. Noch mehr Krieg der Funken.
Natürlich, noch mehr kriegt der Funken, weil das funkt so ordentlich. Das hat richtig gefunkt heute, was? Aber richtig, das war richtig gut. Ja, meine Freunde, vielen lieben Dank und ich schicke euch rüber zum Film. Habt noch ein schönes Nächtle. Gutsli. Gutsnächtle. Tschüss.